Sehr, sehr geil. Dankeschön. So, Product Placement. Ja, jetzt wird's ja, genau. Gehen wir zum Minecraft-Modus. Lass es einfach. Einmal hin, einmal rum. Dann gucken wir mal, ob wir hier alles aufgesetzt haben. Ich denke schon. Ein paar Moderationskarten hier, ne? So. Auf welchen Server ihr eigentlich? Ne? Du bist ja jetzt vollkommen ready hinten, ne, schon? Ihr seid eingeloggt und so. Ich bin nicht nur wir ready, sind eingeloggt. Sollen wir auf den besten Server der Welt gehen? Es gibt ja viele beste Server jetzt, das finde ich kaputt, Mann. Ja. Also, wir können ja einfach mal gucken, wie steht ihr zu Gomme HD Bad Wars? Ja. Zu Bergwerk Labs Bad Wars? Schön, gerade da bin ich nämlich gar nicht geübt. Bitte? Da bin ich nicht geübt drin. Da bist du nicht geübt? Und wir auch nicht. Guck mal, ihr seid auch gerade da, mach mal ein bisschen laut hier. Und da gibt's noch T-Shirts von Dan. Ja. That's the man. Dan the man. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nämlich auf dem Bergwerk Lab Server gerade mal. Aber vorher haut der Dan noch mal ein paar Shirts hier raus. Meine Güte, Dan, ey. Du alte Sau. Seid mal laut hier, damit ihr noch ein paar T-Shirts kriegt. Da, die Leute, die am lautesten sind, kriegen die meisten T-Shirts. Dan, haut hier raus. Davon kriegt man die Muskeln, Dan. Davon kriegt man die Muskeln. Ja. Die Arme hochheben trotzdem, sagst du? Wenn ihr jetzt auf dem Bild seid, müsst ihr die Arme hochheben. Und wenn es T-Shirts gibt, dann müsst ihr auch springen und die Arme hochheben. Nein, Quatsch. Du mach nochmal hier, Paluten mach das mal hier. Was denn? Die eine Maschine. Das sind mehrere, ne? Also das sind mehrere Tische. Aber genau. Ich will ja nur eins. Kommst du drauf? Du willst nur eins? Ja, eins werfen. Das muss ja. Wir schmeißen die jetzt, oder? Schmeißen wir die? Ja. Wir schmeißen die jetzt erstmal, ja. Mit mir. Aber nur, wenn die Leute nett sind. Mit denen. Mach mal hier, guck mal, die Arme dahin. Nehmen wir da mal in die Ecke, Alter. Mal hier und. So, einmal hier noch. Muss man so ein bisschen darauf achten, die fliegen immer nicht. Aber nur, wenn ihr noch mal ein bisschen lauter seid, schreibt mal ein bisschen, komm. Ja. Da hinten nochmal, der Dan hat nochmal euch in der Ecke da. Und wir nochmal ein bisschen nach vorne. Und ihr direkt nach ganz vorne. Oh, guck mal, topmoderne Brusttaschen von Nintendo. Möchtest du ein besser? Ja. Das ist der Hammer. Oh, sorry. Der Wahnsinn. Guck mal. Perfekt. Gut, aber echt nice, Alter. Da kann man Eis reinpacken und dann kann man die ganze Zeit so... Okay. Muss mal ganz kurz gucken hier bei dir. Das hinten jemand haben. Okay, das ging jetzt weiter nach vorne. Gut, geht doch mal an eure Rechner da hinten. Ja, ganz ruhig, ne? Okay, also, seid ihr schon auf dem Server da hinten? Nee. Connectet doch mal bitte fix. Hier, meine Maus macht sich schon ein bisschen selbstständig. Wir teleportieren uns einfach schon mal zu Bad Wars. Ihr seid schon da. Du bist schon da. Lädst du mir den Rover ein, oder? Bitte? Gehen wir einfach in irgendeine Lobby oder wie machen wir das? Ich würde sagen, wir gucken gleich mal, ob wir eine Lobby hier kriegen. Unknown Host. Oh Gott, von da hinten kommt noch jemand. Ihr seid fertig? Ich komme nicht drauf gerade irgendwie. Du kommst nicht drauf gerade? Unknown Host, sagt er. Im Zweifelsfall weiß ich mal dem auf dem Gommi-Server. Labs.de. Von da oben kommen noch das Geschrei. Ich guck mal sogar bei denen. Ich bin ja Minecraft-Fachmann und schau mir das mal eben an. Hier müssen wir mal. So. Guck mal hier drüben, was bei denen abgeht. Da ist noch ein bisschen der Spiel am Hapern, aber ist ja kein Problem. Spiel schon mal warm. Find ich gut. Dinge. Ja, komm. Das sind ja fast Wurfgeschosse, sind das ja fast. Wissen wir aber. Nehmen wir ein paar. Sag mal ein paar hier vorne, schon mal hier ein paar. Und auch nochmal die Ecke hier, die darfst du nicht vergessen. Das sind die Tapfern. So, ich habe mal vor zu den Leuten jetzt einfach die Karte. Mal. Perfekt, gut, Pidizel, komm nochmal rum, Pidizel, komm rum. Geht's los? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob alles schon losgeht. Die sollten jetzt eigentlich fertig sein. Ja, immer so viel Stress ist das hier, Mensch, ey. Ich will nochmal alle Hände sehen und dann können wir auch gleich loslegen. Ja. Ihr zählt runter. Ich habe hier einen Batzen T-Shirts. 5. 4. Was? Da? 2 vs 2. Muss ich da rauf? Wo denn? Dreh dich mal um. Okay. So läuft das hier. YouTube Gaming live auf der Gamescom 2015. Und jetzt zocken wir weiter hier auf der Bühne. Viel Spaß euch, Jungs. Gut. Macht mal Lärm. Wir gehen mal 2 vs 2. Bewegt sich eure Maus eigentlich auch von selbst. Guckt ihr das mal an. Achtung, unten links. Ja, ich weiß, unsere Maus aber auch. Das ist das neue Feature. Das ist tatsächlich ein Rapid-Fire-Feature. Wenn wir verlieren, weißt du, gut, wir gehen mal oben rechts, kommt Leute, wir gehen mal oben rechts in 2 vs 2 04, da joinen wir einfach mal rein. Okay.
Seid ihr drin? Ja, ich glaube, ich bin da. Wir gehen in Team Rot, Palle, okay? Okay, machen wir. Dario auch drin? Team ja, ja, ich bin da. Team ihr seid Team ne? Grün dann, ne? Bist du da? Bist du okay. Dragon 52? Ich bin im Falschen, ja, geil. Ach, man sieht, oh, das ist ja geil, dieser Split-Screen. Ja, das ist super, ne? Ja, das ist sweet. Wenn wir mal so professionell wären und das machen würden. So, warte erstmal hier im Chat erstmal ein bisschen hier. So, nochmal kurz, im Prinzip fast gleiche Aufteilung. Genau, ich würde mal sagen, wir tappen mal kurz. Ich bin noch nicht mal da, hallo. Mann, Palu. Alles gut. So, wir tappen mal alle kurz raus, gebt mal kurz die F5 an sich, dann sehen die Zuschauer auch, wer ist auf welchem Screen. So, einmal F5, ich bin oben rechts, Paluten ist unten rechts, der Kedos ist unten links und oben links ist der gute Alde. Hi. Das bin ich. Gut. Wie ist denn unser Countdown hier in der Lobby? Noch 5 Sekunden. Ich habe mir das noch gar nicht umgestellt. Sind alle da hier, jetzt? Ne? Bist du da? Also, Nudes. Kannst du dich auch, hast du dich ja nicht? Lappen. Ach, Kappen, nicht so. Lappen. Ach, du hast dich geannickt, ne? Wir machen euch fertig. Report? Ja, klar. Hast du Adminrechte hier? Ja, sicher. Hallo Mama. Bist du ein Typ? Na klar, weißt du, ich rufe einmal bei Birgit an, dann bist du ganz schnell weg. Ich bin im Fernsehen. Pass mal auf, Freundchen. Oh Mann, ey. Was denn? Oh Mann, Leute. Mach dich mal bereit, wir haben nur noch 5 Sekunden. Hallo Palle schreibt Kedos. Wer ist echt? Kedos? Und ein Herz. Nur für dich. Oh, jetzt geht's los. Desperado, Desperado, Alter. Ich sag's dir. Okay, Dario, mach genau die Taktik, die wir besprochen haben, Dominik. So. Wir gewinnen. Ich kenn, glaube ich, ganz ehrlich, ich kenn, glaube ich, nicht mal die Map. Bitte? Ich kann, glaube ich, nicht mehr. Hallo. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Also euer Bett ist weg jetzt, ne? Möchte ich mal sagen. Für die paar Leute, die vielleicht hier noch stehen sollten und jetzt sagen so, oh, was machen die denn da? Ich kenne gar kein Minecraft. Bed Wars, mal ganz simpel kurz erklärt von Kedos. Let's go. Es gibt zwei Betten und es gibt zwei Teams in diesem Fall. Gott, das ist so schwer. Oh. Das eine Team versucht das Bett des anderen Teams kaputt zu machen. Ja. Die gewinnen, wir verlieren. Positive Einstellung. Das hast du gut zusammengefasst. Genau. Tatsächlich. Was ist denn das hier los bei meinem Computer die ganze Zeit? Ja, wir haben erschwerte Bedingungen. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Das ist nach Mario Kart wurde mir hier gesagt, wir machen jetzt hier mal easy peasy lemon squeezy. Aber man muss auch so ein bisschen dazu sagen, dass es natürlich ein bisschen ungewohnt ist, hier mit Maus und der Tastatur zu zocken. Total, aber das ist ja immer, dann denken nämlich alle immer, oh, die liefern ja gar nicht ab, wenn die live sind auf einer Bühne. Aber wir tun ja unser Bestes tatsächlich. Smart, wo sind die Blöcke? Kedos, ich hab nicht so viel. Muss ich noch hören? Das könnte dir gefallen. Sag, guck mal, die sind bestimmt schon in der Mitte. Bleib mal gleich stehen. Wo gibt's denn hier überhaupt das Eis? Bleib mal gleich stehen. Bleib mal gleich stehen. So. Schon hier. Hast du noch Blöcke? Ja. Weil sind die schon in der Mitte? Wir können ja spicken immer. Ich weiß nicht, ob es hier Eisen gibt. Aber die kommen nicht mehr raus da, glaube ich, oder? Ja, die kommen da gerade. Oh Gott, die sind schon voll hoch, Alter. Die sind schon voll hoch. Es wird nichts mehr für uns. Es wird nichts mehr für diese. Hast du noch Blöcke da, Dario? Pass oh Gott. Ich höre leider nur die anderen beiden. Kannst du ich habe drei Blöcke, aber ich probiere mal hier. Gedrückt! Was soll das denn? Gedrückt! Ja, ist klar. Einer ist down. Mann, das hast du nicht schlecht gemacht. Der hat mich gerade... Weißt du, wer Varo 2 und Varo 3 gewonnen hat? Und das war ja ganz klar ich. Das ist ja logisch, dass ich da Platten mache. Okay. Wie war nochmal Varo 2 für dich? Varo 2, oder? Ja. Die waren beide super. Das waren Momente. Oh Gott, das ist ja mir ausgepuckt. Du musst da mal kurz. Hallo Kedos. Hallo. Hi. Du Kedos, lass uns Freunde sein, okay? Ganz ehrlich, dieser ganze Kampf hier, ich zeig dir Peace an. Okay, Alter, Peace. Okay. Ich werde einfach wieder nach Hause gehen. Das ist in Ordnung. Und ich weiß nicht, was Dario macht. Ich bin nur der kommt da schon wieder angelaufen. Ich bin auf dem Weg. Achtung jetzt. Oh. Schlag zu, ich bin oh Gott, da, Alter, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Komm, den haben wir. Hast du ihn? Oh, verdammt. Okay, Kedos ist auf jeden Fall da, jetzt gehen wir mal runter. Wo gibt es hier denn eigentlich Eisen? Links, wenn du rausgehst, links. Genau, wenn ich rausgehe, links. In so einem Stall. Da haben wir hier ein kleines Problemchen. Alter, Sturmi, dieser Trick funktioniert Dario, jedes Mal. Dario, zweimal hintereinander. Ob ich's jemals lerne. Zweimal hintereinander, ich sag's ja, dir. Oh, wo ist denn hier das Gold? Hat jemand schon mal Gold genommen? Na sicher. Denn, Kedos hat das bestimmt vielleicht mal ganz praktisch. Ich mache jetzt mal so eine schlechte Rush-Taktik und das darf ich eigentlich gar nicht erzielen, sonst wissen die das ja. Ja, hört sich gut an. Okay. Ich bin voll entsetzt. Da ist Kedos schon. Ich werde mal in der Zeit. Ich glaube, Kedos kommt gleich rüber, ne? Also, wenn du equipped bist, wäre sweet. Oh ja, ja, ist er das? Hallo? Kommt ach ja, wir haben ja gar kein Optiv. Ach, das bist du. Kommt der schon? Nee, nee, der kommt nicht. Kedos! Hallo! Hast du Gold gegrabt? Ja, habe ich. Wie viel? Ich mach dir auch einen Bogen mit. Der kommt jetzt gerade. Ich habe gerade den Tipp bekommen bei 10 Eisen. Und oh Gott, was ist denn da los? Alter, der baut sich hoch. Ja, wir haben doch jetzt Eisen und gleich einen Bogen. Kontrolle da? Das macht Kedos nicht intelligent. Das ist nur so ein bisschen so eine Ablenkungstaktik. Ich will euch ein bisschen anschauen. Ihr seht schön aus. Tolles Sixpack Smurf. Das ist was? Das ist der Hammer. Was? Ich brauche noch ein paar Blöcke. Kedos, Mensch, komm noch runter, Alter. Und. Oh, Junge.
Mensch, Kedos. Warte, komm her, komm her, komm her, komm her. Was? Ich hab einen Bogen für dich. Achso, das, ja, warte, lass mich ja erstmal zumindest in die Mitte, dann, weil da kommt nämlich der andere, der eine Bagger. Hallo. Hi. Na? Was soll das denn, Alter? Boah, Alter, jetzt bitte ja, die alte Nahkampfmaschine. 8000. Zack, 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 zack. Gib dir jetzt hier von unten so ein paar Hits und dann, Alter, bist du... Ja, down. Down. Aber ich hab leider vergessen, Essen zu kaufen. Ich hab dich natürlich auch nicht geschwächt. Bist du gestorben? Doch. Leider bin ich genau das. Okay, kommst du hoch? Ja, ja, ich brauche Essen. Weißt du, bis die hier sind? Ich reck nicht mehr. Das ist warte, die kommen. Die hier, kommen beide. Kedos, Hilfe. Okay, ja, okay, nice, nice, nice. Warte. Ich hab ein halbes Herz. Oh Gott, die haben Bogen. Was machen wir? Schwert, Schwert. Das ist ein Schwert. Das ist eine Hose. Nimm alles. Das gibt's doch nicht. Nein. Smurf. Okay, ich bin durch. Lauf. Lage tot. Okay, okay. Ist Bett weg? Nee, nee, ich komm nicht drauf. Kedos hat mich. Kedos hat mich noch. Wo ist Palle? Wo ist Palle? Kedos hat mich noch. Das Problem ist, du hast mir einen Bogen gegeben, aber kein Pfeil. Ich hab ihn. Okay, nice. Okay. Bist du tot? Was los? Ist das Revi? Was du kannst! Zeig, was du kannst! Hallo! Hallo! Können wir mal alle Palle anfeuern? Palle! 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 Falle, Falle, Dankeschön. Und Sturmwaffel, yeah. Revi oben bei uns im VIP-Backstage-Bereich von YouTube Gaming. Regel du das mal da vorne, ich gehe mal nach hier unten. So, ganz kurz, guck nicht, dass ich mein... Oh, da kommt schon wieder einer. Hasu, komm, Hasu. Ja, easy, ja, warte, ich habe das letzte Mal kein Essen gekauft. Ja, Range, Pink Player. Oh, Alter, was ist denn los, Kedos? Oh. Okay. Oh, ja, ich weiß. Okay. Okay. Okay, das wird jetzt nicht so gut. Nee. Schaffst du es? Nee. Oh. Okay. Alles klar. Sag mal, das ist jetzt aber auch ein Hin und Her. Paluten? Ja, was los? Wenn ich dir 5 Euro zahle. Ja. Und dir nachher einen Kuss auf die Backe gebe oben. Ich bin leider nicht bestechlich, Kedos. Und küssen, habt ihr da hinten gesagt gerade? Aber nur Paluten. So, warte mal, ich probiere da jetzt mal irgendwie. Ich habe Gold für dich, Kedos. Komm mal hier, kauf dir was Schönes. Ja. Gibt allerdings nichts. Ach so. Alles klar. Ich versuche jetzt mal hier die richtig. Ah, okay, okay, ich bin weg. Ja, okay, tschüss. Haben wir Bogen? Ja, ne? Ach, du hast okay. Bogen. Dario, rüst dich doch mal aus. Warte, ich mach dir mal eine Rüstung und sowas. Bitte, ne? Was machst du? Ja, ich, Rüstung wäre super. Ich bring dir das jetzt alles, fürsorglich wie ich bin. Das finde ich sehr schön. Okay, okay. So, hier, guck mal. Da und da. Ja, danke schön. Und da und da und da. Ja, Dario, schon, nehme ich trotzdem gerne. Und Kevin, wir brauchen jetzt unbedingt ein bisschen Gold. Okay. Ich habe 2 Stück für dich. Geh nochmal runter. Und guck nochmal, ob ja, wir brauchen nur 3, ne? Weil Pfeile sind Eisen. 2 habe ich schon. Ja, warte, ich geh nochmal runter. Du wartest hier. Ja, ja, ich warte. Brauchst du Essen? Ein bisschen was? Essen habe ich, ja. Ich schmeiß dir das auch so ein bisschen runter. Das ich hab. Sollen wir draufgehen? Also, bist du sicher? Ja, ich geh hier nochmal so ein bisschen. Lass mich alles mal, das ist okay, ganz geil, okay, ist ja, dass wir hier so ein bisschen die Taktik hören. So, vorsichtig. Oh, da kommt noch der andere, Alter. Vorsicht! Oh, da, ja. Achtung! Ach, verdammt, warte, kriegst du Smurf noch hin? Delay? Hin? Delay ist runtergefallen. Ja, das ist lass ich das Plan, Alter. Was machst du jetzt, hä? Zeig dir, was ich jetzt mache, Alter. Okay, 360 No Scope! Okay. Nein. Das war doch meine Taktik. Kriegst du ihn? Beide down, beide down. Sauber. So, jetzt schauen wir nochmal. Ey, sorry, ich hab gerade beide getötet. Wo ist denn hier mal ein bisschen? So krass war es jetzt auch nicht. Mario, hier ist ein Schwert. Das neue ESL-Format, Alter. Okay, sag, warte mal, ich brauche noch ein paar Plöcke. So, hier, zack. Du hast alles, ne? Ich guck mir das mal hier an. Ich komme in die Mitte, Smurf. Ja. Warte auf mich. Das ist ich habe leckeres Fleisch mit dir. Ich freue mich. Warte, ich habe Fleisch. Bist du das? Hallo. Ja, ich bin das. Hi. Na? Heißt bist du ausgerüstet, Dario? Ja, ne? So, warte, ich bin gerade auf. Okay, die beiden Bagaluten kommen da schon wieder. Gut, beide schon wieder. Ja, nice. Komm noch mal hier rauf, Palle. Hm? Nee, komm noch mal her. Mach das weg, kommt Alter. Oh Gott, Alter. Kedos kriddet hier wieder bis zum geht nicht mehr. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das sieht, oh, okay, ich bin Den haben wir. Du bist tot? Jetzt müssen wir nur die Mitte nicht halten. Ja, du musst nur den Kant einfach runterschießen mit dem Bogen. Warte, wo bist du? Alles gut. Bist du ich bin tot. Ja, warte, lass mal ein bisschen die Mitte halten, Dario. Vielleicht wird Bogen liegt da. Bogen liegt da. Das ist ja ausgeglichen, ne? Ich hätte echt gedacht, das geht schneller. Ich geh zurück, okay? Stimmt. So, wer schießt denn da? Hallo. Tschüss. Tschüss. Paluten. Hallo. Nein. Tschüss. Pfeile kosten Eisen, alter Schwede. Ja, das ist nicht gut hier. Kedos hat jetzt die Mitte. Das gefällt mir nicht so. Okay, aber du so. Der Alte. Du kriegst das hin. Ich bin trotzdem ein bisschen geängstigt, was den Bogen angeht. Ja, zum Beispiel wegen sowas. Kriegst du das hin? Für Palle habt ihr ja schon ordentlich Lärm gemacht, aber wie sieht's mit Delay aus? Ja. Könnt ihr mal die Jungs da drüben auf der Seite ein bisschen unterstützen? Mach mal Lärm für Delay! Ja.
Ja, so okay, ich muss ich das. Ein bisschen Fleisch und dann komme ich auch. Aber man hat das Gefühl, Palle, weil der ist schon ganz schön süß, ne? Ja, du machst das. Die Rasten schon aus. Also, findet ihr Palle süß? Und wie, jetzt der direkte Vergleich. Und wie findet ihr Sturmi? Oh, sehr schön. Okay, Smith, ja. Wir machen das jetzt. Du bist in der Mitte, ne? Ja, ich bin direkt hinter dir. Okay, Paluten, warte. Was, Palle. Ja. Hi. Hi. Okay, los geht's. Haben die Bogen? Na klar, haben wir das. Sagt, die sollen eigentlich selber sich ein bisschen Fame holen quasi. Also, wenn man die Leute ein bisschen an... So, warte, ja, du musst auch ein bisschen hochbauen hier, so. Rüstest du dich aus? Wir haben die so locker im Griff, Alter. Guck's dir an. Kurz nochmal, kurz hier ganz... Oh, das packt, was ist hier los? Ja. Ich kann den Block nicht platzieren. Das gibt's doch nicht. Okay. Kurz was also du gehst auf keinen Fall vor, Dario. Du bleibst schön hinten und... Ja, leider treffe ich gerade gar nicht. Das ist, das ist okay. Hi. Man kann nicht immer was treffen. Könnt ihr bitte... Machst du wieder dein Mauersystem da? Oh Gott. Ich muss ganz kurz ein bisschen reggen. Ich komm. Hi. Na? Hast du genug Pfeile? Du kannst nochmal Pfeile holen, wenn du magst. Das wäre nicht schlecht. Ja. Hast du überhaupt Opfertaktik, okay? Bist du auch Opfertaktik? Weil ich glaube, das geht vor. Nein, Smurf, nein! Smurf, lauf, einfach durch. Okay, jetzt. Oh nein! Ich hab's noch nicht. Weißt du, ich hab's im Griff. So leicht. Ich hab's nicht gesehen. So, jetzt muss Rush einfach mal durch, Kelos, komm. Wir beenden das jetzt. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, Smurf. Alles gut, wir machen das. Oder irgendwie, ja genau. Nice. Ich bin quasi auch direkt hinter dir. Ja. Das ist alles gar nicht. Wir haben ja leider so ein bisschen was zugebaut, ne? Ja. Ich bin zumindest in der Mitte, alles gut, das ist Freddy. Okay. Freddy. Komm, wir warten. Oh Gott! Oh. Ah ne, der hat ja Bogen, oh wie oh, doof. Sehr schön. Oh wie doof. Geh mal wieder nach. Oh wie doof. Das ist wundervoll. Oh, no. Weiter jetzt, Kelos, weiter. Ich alles gut, da. Alles gut. Komm. Was mache ich hier? Egal, so. Ein bisschen was zu essen. Oh. Oh, okay. Oh, genau, nice! Ready! Maschine! Ah. Oh, da hat sich ein bisschen erwischt, dass ich auch gerade direkt gedacht habe. Meine Damen und Herren, Ghost Smurf! Nicht runterfeuern! Oh, okay. Ja, da bin ich auch hier. Oh, Alter, los. Mach das. Nein. Runter. Nein, das ist nicht, Alter. Okay, jetzt müssen wir ein Hin und Her. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst eigentlich, Palle. Die Eigenart vom Bergwerk Lab Server und den Runden ist, du siehst das rechts, ist so eine Zeit, die tickt runter. Und nach der Zeit ist ein Deathmatch. Okay. Richtig. Und das heißt, falls wir bis zum Ende der Zeit kommen sollten, gut equippen. Und sonst gibt's auf die Schnüss. Dario, ich habe die Rüstung für dich. Nimm das mal. Dankeschön. Also, einmal hier. Achtung, es wird ernst. Kelos, oh, das Palle aufpassen. Ja, pass mal auf hier. Komm. Okay, ich denke, ich kriege ihn. Verdammt, okay, jetzt bist du eigentlich in die Offensive. Ah, oh, okay. Bitte, ja. Alter. Ich bin ready. Let's go. Okay. Jesus. Sind die schon wieder da? Ja, die machen das ja, ich habe eben beide auseinandergenommen, aber dann gab es ein paar Sprenzchen und dann war ich tot. Das war ein bisschen natürlich komisch. Natürlich gab es das. So, warte mal, jetzt müssen wir gucken hier so ein. Muss ich sagen, warum dauert das denn so lange heute bei uns? Das ist so. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben ja auch noch nie so ein Match gemacht. Also, das ist ja schon sehr, sehr ausgewogen, kann man einfach mal sagen. Richtig zerstören. Aber gut. Zack, das Achtung, Kelos, da kommt so einer hinter dir lang. Ja, ich sehe ihn. Ah, die Hitbox, du Arsch. Ja. Ja, aber ich habe leider nicht viel Leben gehabt. Deswegen. Sieht gut aus, Murph? Nee. Tschüss. Mann, Kelos. Mann. Du alte Sau. Ah, oh, Kinders, ey. Ich hab heute nur einen guten Tag erwischt, weißt du? Normalerweise... Wo steht eigentlich das Bett? Wenn du reingehst, oben hochklettern, rechts in der Ecke. Ein bisschen hochgebaut. Mario, pass auf, da kommt einer, ne? Ich pass mal hier ein bisschen auf. Hol dir jetzt bitte mal das super mega Überequip. Ach komm, da kannst du das Spiel, ey. Das gibt's doch nicht, dass wir da immer wieder runtergehauen werden, ey. Was eine Runde. Wo gibt's hier eigentlich Magic Stick? Ich möchte ganz kurz noch mal checken, weil Delay irgendwie ein paar Hacks oder so. Der hat doch keinen Knockback. Magic Stick, weißt du, wo der ist? Delay, Alter. Ist der auch schon wieder equipped? Schwertern, keine Ahnung. Zack. Freddy, du hast doch bestimmt Ahnung, wo kauft man hier einen Magic Stick? Ich will den nicht benutzen, ich will nur wissen, wo er ist. Was? Den Magic Stick bei Schwertern. Okay, schön. Warum der da ist, weiß ich nicht. Ne, der ist immer schon da gewesen, auch auf den anderen Zoll. Jetzt mal langsam wieder. So, gehen wir mal kurz hier rum. Zack. Wenn du ready bist, dann schlagen wir zu. Hi. Wie noch? Zack, bisschen was zu essen. Yum. Ja, ach, mir fehlt eine Spitzhacke. Ach Gott. Smurf, wie sieht's an der Front aus? Mir ist recht warm, ey. Panisch, ich überlasse dir mal kurz Dario. Na klar.
Nein, ist nicht dein Ernst. Oh, er ist unten, Dario. Er ist unten. Okay, die kommen schon wieder. Nice. Ne? Lass jetzt einfach mal. Genau, auf Attack, Dick. Ich geh so lang kurz mal auf die Toilette, okay? Ja, Mama. Okay. War schön. Gehst du wirklich? Also, nein. Steht du auf Klo? Kein Boden. Nein, hier unten drunter ist alles gut. Aber ich dachte, du opferst dich da vorne jetzt. Ja, mach ich ja, aber kommt ja keiner. Das ist ja, man kann ein bisschen ghosten hier, merke ich gerade. Na kommt, traut euch. Bleib du da mal, ich geh mal zurück hier los, okay? Smurf, das ist jetzt ein heftiges Mexican Standoff, ne? Versuch ihn da mal runter zu kicken. Okay. Ich bin zurück hier los. Pass auf. Vorsicht. Also wenigstens einmal da so runter. Ja, okay. Ja, Sound Damage, ne? Oh, warte, lass mich vor. Okay. Ja? Alter. Okay. Verdammt. Alter, der redet viel. Genau, geh mal durch. Hast du eine Spitzhacke? Ja, hab ich. Das wäre süß. Aber das Problem ist... So, jetzt aber, lass mich vor. Ja, ich hab leider... Oh, ich bin down. Wir können ja um die... Wir können das hier... Wundervoll. Wir können es hinkriegen, ja. Bau den ab. Bau den ruhig ab. Alter. Lass den Bogen. Kriegst du die nein, von der Mitte nein, weg? Nein. Herz. Oh. Hast du ihn noch runtergehauen? Ja. Sauber. Maschine, Smurf. Hier, es ist aber auch echt... So, machen wir hier. Mann, das schon nicht schlecht, Mann. Aber ich glaube langsam, das Match macht auch den Zuschauern ein bisschen zu schaffen. Für wen seid ihr denn gerade so? Nochmal für die beiden? Ja. Für Keeley? Oder für Paluffel? Aber auch ein bisschen für Keeley, oder? Das motiviert uns auch nur noch mehr. Wir sind einfach alle für Beinessen. Sind die schon mit... Oh, crap, das ist auch Kados. Ja, kommt dann mit dem Steak. Wie sehr einfach? Hab ich dich gerade mit dem Steak geschlagen? Ja, ne? Ja, du hast mich mit... Aber lecker. Wann? Aber ich dachte, was ist das denn für ein verrückter Hund? Ey, kommt dann mit dem Steak an. Ja, das war so ein Hardcore-Move, weißt du? Manchmal muss man auch ein Steak ins Gesicht schlagen. Ey, wir wollen ja bei Grillen gehen. Na, kannst du das Steak mitbringen. Wir wollen grillen gehen? Ja, wir wollten einmal bei hier, ne? Burgi Max Murgi wollen wir einmal grillen. Zack, Alter, genau. So. Ja, Mann. Zack. Ich hab's leider auch nicht geschafft, Kelo. Das wieder vor ist nicht hier. Das jetzt mal, mach es. Sonst warte kurz auf mich, ich komme nämlich danach. Das okay, da gab's kurze Berührung. Hat keiner einen Bogen mehr, ne? Oh, er will sich hochbauen, Oh, jetzt kommt die Taktik, Können die dagegen setzen, ist die Frage. Ich weiß wieder nicht, ob ich... Oh Gott, das Auto! Oh, Kelo! Sei froh, dass ich da entsprungen bin, Freundchen. Ich muss schnell mal ein bisschen was essen. So. Okay. Mal die Gott, da ist ja schon wieder einer. Da gibt's Deathmatch, also pass auf. Stimmt, 3 Minuten. Müssen wir auch drauf gucken. Ja. Achtung. Fall ist hier. Komm zurück. Ja, alles gut. Warte, jetzt genau. Ja, komm. Rein. Ich kill. Wir rein. Komm, wer geht rein? Ich geh rein. Ja, geh du rein. Komm, nein, alles easy. Nein, Falle, hier geht keiner. Okay. Klappt das noch? Rein. Bist du noch dran? Ich bin drin. Leid. Fließt du? Okay. Schaffst das? Schaffen wir das? Ist der Weg frei? Ich glaube schon. Okay, hab's Bett. Ich dachte jetzt einfach, wir können Bad ja noch ein bisschen weg. Laufen. Bett ist weg, Leute, Bett ist weg. Genau, aber jetzt springt der halt runter und dann war's das. Ja, er geht jetzt aber auch zu uns. Die haben das bestimmt auch down. Ich kann mir das zumindest noch kurz angucken. Du snackst das jetzt ganz schnell, Alter. Genau. Pass mal auf. Ich gucke mir das zumindest noch kurz an, weißt du? Oh, wir haben es tatsächlich auch nicht eingebaut, Palle. Nee, haben wir auch nicht. Leider haben es nicht eingebaut. Achtung! Ja. Nicht dein Ernst. Zumindest das Bett noch, oder? Jetzt stirbst du zwar, aber war trotzdem super. Ja, jetzt sterbe ich zwar, aber das Bett ist weg. Komm, jetzt hol den Sack. Was ist das denn? Das ist mein MLG-Ping. Jawohl. Toller die Waldfee, Alter, was war das denn für ein Match, ey? Ich bin ein bisschen, Kiddos, du siehst aber auch nicht mehr ganz frisch aus. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, das haben die beiden sehr gut gemacht, aber es war ein mega spannendes Match, ey. Hör mir auf, Alter. Alles Gute zu deinem Geburtstag, den du hast. Ja, komm her, Delay, Alter. Mann. Leute. Autogramme machen wir jetzt gleich noch, beziehungsweise die beiden Sweden noch. Ich würde sagen, der gute Dan steht schon in der Ecke. Habt ihr eigentlich noch ein paar Fragen an uns? Wir haben das ja gerade nur ganz kurz gemacht. Hätte noch jemand irgendwie potenziell eine Frage? Pass auf, ihr geht mal nach oben, chillt euch jetzt ein bisschen und wir stellen von unten nach oben Fragen. Ist das okay für euch? Ist das okay für euch? Wir kommen danach natürlich noch mal runter. Ihr müsst Ja sagen. Sehr schön. Jungs, schön, dass ihr erstmal hier wart. Sehr, sehr gerne. Jetzt dürft ihr gerne mal hochgehen. Wollt ihr noch ein paar T-Shirts vielleicht da unten haben? So, okay, das Autogramme. Pass mal auf. Weißt du, was wir noch schnell machen? Wir geben euch T-Shirts mit Autogramm. Oh. So, pass mal auf. Wir haben hier den allerersten. So, einfach mal drauf signen. Danke dir. So, der Stift wird... Ja.
Und der seid ihr schon gespannt, wer das T-Shirt ja, bekommt? Genau. Ja. So cool. Gut, machen wir das nochmal. Und dann kannst du schon mal hier rum. So, Sturmi unterschreibt auch noch. Und einmal. Das T-Shirt ist Gold wert. Zack. Das gibt's nur einmal auf der Welt. So. Und wir gehen jetzt mal nach oben. Komm mal mit schon mal. Komm mal mit, das wird hier in die Menge geworfen. Und dann gucken wir mal. Einmal nach euch. Einmal nach euch. Einmal nach hoch. Ich muss es jetzt mal nach vorne. Alle Hände hoch! So, ich weiß, nicht jeder bekommt was. Aber wir werden auch später natürlich noch mit den Jungs ein bisschen Autogrammstunde machen. Davon gehe ich aus. Was ist denn los? Was ist denn? Ja. Was ist denn, Schätzelein? Komm mal, da warte mal her. Was ist denn los mit dir? Wo war dein Top-Secret-Outfit? So, warte, jetzt. Wir wollten nur sagen, dass sie sich darum geprügelt haben. Die haben sich geprügelt? Um das T-Shirt. Ehrlich? So, wir gehen jetzt mal ganz kurz nach oben, schauen in unseren Backstage-Bereich rein. Dort sind die Jungs schon am Chillen und dann dürft ihr Fragen stellen. Also überlegt euch gute Fragen und dann meldet euch. Sind wir schon? Oh, ich hab noch nicht. Entschuldigung, können wir? Hi. Wer ist das denn? Kennt ihr den? Wer bist du? Ich mach auch Minecraft-Videos. Und da ist noch irgendein Typ. Wer bist du? Hallo, ich bin Saraza. Oh Mann. So, das wollte ich aber gar nicht machen. Ihr dürft uns nämlich jetzt einfach Fragen stellen. Und der hat mich wieder angeblasen und der hat mich wieder angeleckt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Da ist ja noch jemand. Easy, woo. So, Dan, hast du da unten ein paar Fragen? Ja, ich habe hier jemanden, der eine Frage stellen will. Erstmal nehme ich hier ein Fangeschenk entgegen, das ist wunderschön. Und hier haben wir unsere erste Frage. Pass mal auf, wie heißt denn du? Lyras. Du musst laut reden, bitte, laut. Lyras. Und jetzt stell mal eine Frage, an wen geht die denn? An Kedos und Delay. Jetzt ist das Problem, ich habe so viele Fragen. Eine darfst du stellen. Oh Gott, jetzt fällt mir keiner ein. Mach mal einen Riesenapplaus erstmal hier, dass sich jemand traut, eine Frage zu stellen. Wie habt ihr es geschafft, so sympathisch und so zu sein und halt so gute YouTuber zu sein? Das ist mal eine Frage mit Substanz. Wie habt ihr es geschafft, so sympathisch zu sein, Freunde, und so gute YouTuber? Ja, also sympathisch ist natürlich in erster Linie immer eine subjektive Nummer. Ich würde sagen, wir können uns da auch sehr, sehr glücklich schätzen, dass so viele da draußen uns eben sympathisch finden und finden, dass wir guten Kram machen. Noch lauter reden? Ja? Ja? Okay. Jedenfalls, ich glaube, die Sache ist einfach, dass wir viel Spaß an der ganzen Angelegenheit haben und sich dadurch, denke ich, das auch irgendwo ergibt. Das darf ich nicht reden? Es ist halt auch alles einfach nur Fassade, muss man mal sagen. Ne? Also Kedos ist halt einfach ein guter Lügner. Ne? Alter Revi, schrei mich nicht an, weißt du? So, und der Nächste hat eine Frage hier im Publikum. So. Du musst laut reden, ja? Wo und wann wird die Autogrammstunde sein? Gibt's noch Autogramme von euch? Und ja, wenn ja, wann und wo? Ich denke, dass die Jungs und ich vielleicht dann ein bisschen später auch einfach noch, wenn wir hier eure paar Fragen nochmal beantwortet haben, nochmal uns ein bisschen da vorne unten hinstellen und noch ein bisschen gleich runterkommen dann werden. Aber ein, zwei Fragen wollen wir noch mitnehmen, denn wir wissen, dass ganz viele Leute da draußen sind, die immer ganz viel wissen wollen. Also ihr geht auch gleich runter dann noch, ne? Also gleich geht's los dann. So, wer bist denn du? Taban. Und was willst du denn für eine Frage stellen? Ich möchte Palle und Sturmwaffel fragen, ob es vielleicht nochmal in Varro 4 oder so nochmal ein Team Paluffel gibt. Gibt es bei Varro 4 nochmal ein Team Paluffel? Wollt ihr ein Team Paluffel? Also das ist natürlich eine ganz, ganz schwere Frage und ich kann mir eigentlich natürlich keinen besseren Teampartner vorstellen als Smurf, das ist natürlich ganz klar. Nachdem ich ja mit Varro 3 hier mit der Kapaiken da, weshalb bist du mit einem Creeper gestorben? Was war da los, Revi? Ganz ehrlich, warte mal, gehen wir mal hier. Was hast du dir gedacht, als du in diesen Creeper gelaufen bist? Ich habe mir einfach gar nichts gedacht, ich bin da rein und dachte mir YOLO. Ja gut, so viel, und guck, und deshalb ist Team Paluffel auch so gut, weil Smurf ist einfach, ne? Der weiß, dass man nicht in den Creeper laufen muss. Und nicht umsonst haben wir ja damals Varro 1 gewonnen. Aber also wir wollen nicht zu viel versprechen. Die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass wir auf jeden Fall nochmal ein Team in Varro bilden. Aber das muss natürlich wohl überlegt sein. Also
Leute, habt ihr Bock auf Varro 4 Team Paluffel? Machen wir ein bisschen Action? Also, ich meine, das wird jetzt natürlich ganz schwer, Nein zu sagen, aber wir lassen ein ganz, ganz kleines Fragezeichen, lassen wir auf jeden Fall nochmal offen. Also, du kannst ja auch gerne nochmal was dazu sagen. Ja. Hat schon alles gesagt. Du hast das gar nicht mitverfolgt, ne? So, Varro sagt dir gar nichts. Gar nicht? Nö. Hunger Games sagt dir was? Nö. Der Film auch nicht? Katniss Everdeen? Die schönste Frau im Dschungel? Gar nicht? Okay, Dan. Also, ja, das Publikum ist ganz wild auf Fragen. Wir haben hier wieder mal jemanden, der glücklicherweise noch kleiner ist als ich. Ich bin 1,50 Meter, du bist 1,47 Meter. Wie ist denn deine Frage? Meine Frage ist an Paluten, ob er mit mir mal eine Runde aufnehmen kann. Oh! Das ist natürlich immer so eine Sache. Wenn ich dir jetzt zusage und dann fragt der Nächste und dem müsste ich dann ja eigentlich auch zusagen. Das ist immer ziemlich, ziemlich schwer. Solche Sachen ergeben sich einfach immer meistens ziemlich, ziemlich spontan. Dementsprechend, ey, ganz ehrlich, man soll niemals nie sagen, vielleicht treffen wir uns irgendwann mal auf einem Teamspeak zufällig und dann können wir das gerne machen. Aber sowas braucht eben einfach viel Zufälle, weil wenn ich dir zusage, dann kann ich den Nächsten nicht absagen. Und dann spiele ich den ganzen Tag und dann habe ich einfach keine Zeit. Aber also, weißt du was, Palle? Ja. Ihr macht gerade ein Video zusammen. Ihr zusammen in einem Video. Dieser Livestream, den könnt ihr euch natürlich danach anschauen. Das heißt, jeder von euch macht gerade ein Video mit seinen Lieblings-YouTubern. Und jetzt wollen wir mal ein paar Mädels da hinten noch fragen. Du, Dan, bist du gerade links in der Ecke? Weil wir können uns ja auch einfach nochmal da links in die Ecke stellen. Dann gucken wir mal ein bisschen runter. Ja, mach das wenn ihr denn Lust habt. Weil unsere Kameraleute sind so agil und mobil, dass die gerade meinten, hey, komm, steh doch nochmal ein bisschen auf jetzt hier. Wir haben wohl ein bisschen Beine trainieren. So, da ist noch die ganze Kampfecke hier. Euch vertreibe ich mal ganz kurz. Hi, Jody. Smurf, na, hallo. Ein bisschen Applaus für Jody vielleicht mal. Mei. So, ich gehe mal kurz hier in die Ecke. Die Jungs kommen auch noch mal ganz kurz mit. Ihr seid da jetzt einfach sitzen geblieben. Jetzt hänge ich da wieder alleine. Hey, komm mal her. Hop. Die alten faulen Säcke. Du, Sturmi, darf ich in der Zwischenzeit noch mal ins Publikum fragen, ganz natürlich, kurz? Natürlich, deswegen. Frag da schon mal nämlich jemanden, die Jungs rüber. Der wartet hier schon ganz lange. Also, ich habe eine Frage an Palo und Revi. Und zwar hat meine Schwester ein Bild Revi gegeben für Palo. Und da wollte ich fragen, ob Revi es schon weitergegeben hatte, weil ich glaube, sie hat sich da ziemlich viel Mühe gemacht. Ja, Revi. Revi, hast du das Bild schon weitergegeben für Palo? Hast du das Bild weitergegeben für Palo, Revi? Also, so wie ich Revi kenne, glaube ich, der lügt gerade. Er sagt ja. Ja, er hat es schon bekommen, ja. Sehr schön. Ich kann das bestätigen, ich habe das Bild bekommen, keine Sorge, alles ist in Ordnung. Revi ist doch zuverlässig, Leute, zumindest in dem Punkt. Komm mal hier vor, der Kollege mit dem weißen T-Shirt. Ihr habt natürlich auch alle die Möglichkeit, wenn ihr nicht heute hier seid, den Livestream zu gucken. Oder ihr könnt morgen auch noch mal reinschauen, ihr seid ja alle mit drin. Ist das geil, oder? Ist das geil, oder? Ist das geil, oder? Ist das geil, oder? Arme hoch! Ey, YouTube hat wirklich die geilste Community auf der ganzen Welt. Und einer aus der geilsten Community der ganzen Welt, der ist jetzt hier am Mikrofon. Wie ist dein Name? Louis. Louis, du sag mal, wem willst du welche Frage stellen? Ich habe an alle eine Frage, und zwar, was ist euer Lieblingsspiel? Was ist euer Lieblingsspiel? Habt ihr die Frage verstanden? Lieblingsspiel, ja, wir haben es verstanden hier. Keros war nur ein bisschen verdutzt, weil er nicht wusste, dass er überhaupt ein Gamer ist. Leg mal los. Das habe ich gerade einfach vollkommen irritiert. Ja, Lieblingsspiel ist immer so eine schwierige Sache. Ich habe da eigentlich jetzt nicht direkt eins. Ich stehe auf atmosphärische Games und ja, so Multiplayer-mäßig ist es natürlich schon Minecraft, was sich da am meisten irgendwie machen lässt. Wie sieht's denn bei dir aus, Palle? Bei mir ist es natürlich Minecraft. Allerdings spiele ich auch sowas von gerne FIFA, vor allen Dingen gegen Peter. Manchmal auch gegen Smurf und so natürlich, aber Smurf ist ja meist kein Gegner. Obwohl, ich darf dich nicht, du hast das letzte Mal tatsächlich gegen mich gewonnen. Aber das war ein gezinktes. Ich war verletzt. Und wie sieht's bei dir aus, Delay? Momentan würde ich fast schon sagen Rocket League. Das ist auf jeden Fall auch sehr super. Und ich bin weiter jetzt mal in die andere Ecke gegangen hier unten und frag dich doch einfach mal, okay, was denn deine Frage ist. Hallo, und zwar wollte ich fragen, das gleiche wie ein anderes mich auch schon gefragt hat. Ich habe bei Revis Autogrammstunde Palle von meiner Freundin und mir was ja relativ Großes hingelegt und ich habe nur gesehen, wie es noch auf der Bühne lag und ich wusste nicht, ob es schon weitergegeben wurde. Und das wollte ich nur mal kurz fragen. Ihr habt das weitergegeben, oder Jungs? Gebt einfach mal ein Daumenzeichen, wir stehen hier hinter euch genau. Wurde das weitergegeben?
Das Wort bestimmt weitergegeben, oder? Ja, ich habe allerdings bei mir zumindest im Zimmer habe ich noch ein, zwei Sachen für Revi, für Dena und sogar was für Itzi. Für Itzi? Ey, wisst ihr was? Wir sind hier ja gerade hochgegangen, um hier so ein bisschen Talk hinter den Kulissen zu machen. Und jetzt haben hier Itzi Bitzi und Revi Desi die ganze Zeit die Show übernommen. Soll ich dir einfach mal das Mikrofon geben für 2 Sekunden? Dann gehst du mal kurz hier hoch. Ja, jetzt geht's nämlich los. Wollt ihr, dass Revi mal ein bisschen hier rumgeht und euch mal die Kulissen zeigt? Aber du kommst dann wieder zu mir, ne? Aber ganz kurz nur. Also du kriegst 5 Minuten von mir. 2. 7. Okay. 7. Komm, Itzi, wir gehen mal runter. Komm. Hey, Kinder. Wir kommen mal ganz kurz runter. Nee, nee, nee. Nee. Wir dürfen nicht. Dann bleiben wir hier oben. Ja? Oder geh, komm, geh runter. Ja, darf ich jetzt? Ja? Dann gehen wir runter. Okay, wir gehen runter. Warte, bring mal, Itzi, nimm was zu trinken mit. Ja, die haben ja Durst. Habt ihr Durst? Okay, okay. Okay. Das sind sehr viele Menschen. Und eigentlich wollte ich euch heute nur mal den Izzy vorstellen. Kennt ihr den Izzy? Izzy ist ein bisschen schüchtern, aber Izzy würde jetzt gerne was tanzen. Ja, nein, jetzt? Nein, nein. Wollen wir ihr tanzt einfach beide. Oder? Sollen sie beide tanzen? Wer will ihn tanzen sehen? Komm, wir machen zu dritt einmal einen kurzen Tanz und dann räumen wir die Bühne. Es muss ein bisschen umgebaut werden. Let's go. Ihr macht alle mit. Wir gehen erst einen Schritt nach rechts. Macht mal mit. Nach links. Nach rechts. Die Musik passt ja wie Faust aufs Auge. Ich will alle sehen. Bis ganz hinten. Links. Rechts. Wann kommt man schon mal dazu, mit seinem YouTuber, seinem Lieblings-Let's Player zu tanzen? So, es reicht. Ich will euch nicht weiter bloßstellen. So, ihr dürft mal runtergehen. Einmal kurz von der Bühne. Wir bauen hier um. Und geben, glaube ich, wieder hoch zu meinem Kollegen Sturmwaffe, der da oben steht und mit den Jungs ein bisschen Action macht. Und Dankeschön. Gucken mal, was da so passiert. Hey Jungs, es tut mir so leid, ich wollte euch jetzt nicht irgendwie ein Ei legen. In der oder kurzen sowas. Werbepause, weißt du, während die da unten immer sind, dann kann man immer so ein bisschen abkühlen. Das darf ich normalerweise nicht machen, wenn die Kamera an ist, weil wir dann müssen wahrscheinlich so ein bisschen rauschen. Gut, Leute, Menschen, lieber Martin, hat sie denn bis dato hier oben gefallen? Super, super. Super, super. Super, super. Einwandfrei. Einwandfrei. Der gute Bayer muss direkt wieder auf. So, was hast du da gerade bekommen, Pidisse? Das ist für Dario, das ist so ein Community-Buch scheinbar. Das sieht mega, mega nice aus, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn, Alter. Wieso hab ich sowas denn hier? Das ist voll cool. Aber doch, ich hab sowas ähnliches hab ich auch bekommen. Aber, oh. Was ist denn hier los, Alter? Hier kann man alles sehen. Guck mal, da lacht er, Alter. Wie glücklich er ist. Da ist er. Oh. Da kriegt Paluten gerade noch ein bisschen Fanart. Ich kümmere mich nochmal gerade kurz mitten in der Zeit ab. Oh, ich sehe das gerade. Sweet, oder? Zeig nochmal in die Kamera. Arr, meine Güte. So, ich habe gerade übrigens meine wunderbaren Karten da so ein bisschen vergessen. Da hinten relaxen Leute in der Ecke, die ich jetzt, glaube ich, gerade nicht nerve. Könnte ich aber, mache ich aber nicht. Was geht denn bei dir, Esel? Seitdem Revi gerade das Mikro hatte, will ich hier mit nichts mehr zu tun haben. Also die Tanzeinlage, die war schon wirklich, ich habe alles gegeben. Das war schon krass gerade. Möchtest du auch mal tanzen, Sturmi? Sagen wir zusammen? Nein, nein, nein. Ja, also ein bisschen so. Wie soll ich denn tanzen? Wie soll ich denn tanzen? Also du kannst gerne woanders hin, aber ich glaube, so viel machen die jetzt einen YouTuber. Okay. Ah, guck mal, jetzt direkt wieder vorne rein. Jetzt habe ich mal so eine Hand und kann mich weiter anpusten lassen. So, perfekt. Gut, Jungs, hey. Eindrücke bis jetzt. Ihr seht alle ein bisschen fertig aus. Gebe ich ganz gerne zu. Ich sehe immer fertig aus, deswegen fällt das bei mir nicht auf. Aber machen wir irgendwann nochmal so ein Matchup, so vielleicht für die Zukunft? Habt ihr noch mal Bock drauf? Nee, ja. Ja, klar. Also natürlich. Logisch. Gerne. Hast du gerade einen Brief bekommen? Brief bekommen. Willst du den live auspacken? Das macht man ja nicht. Da steht ja vielleicht was Persönliches drin und das lese ich mir dann heute Abend im Bettchen durch. So, du wärst aber auch nochmal bei so einem Matchup dabei, oder? Im nächsten Jahr auf jeden Fall. Also das können wir mal machen. Ja. Willst du noch etwas hören, oder? Ich möchte von dir noch einiges hören, tatsächlich. Okay, dann höre ich ja gar nichts mehr von dir. Du wärst auch nochmal dabei, oder? Rematch? Selbstverständlich. Sehr. Okay. Und wer gewinnt dann? Keeley?
oder Parloffel? Also ganz klar Parloffel. Meine Güte. Gut, Leute. So, den Happy Dance haben wir schon gemacht. Ich verstaue mich mal wieder ganz sympathisch in der Ecke hier. Hier geht's zu wie in Teufels Häuschen. Ich setze mich nochmal zu dir. Wir machen jetzt gerade mal so eine kurze Entspannungsphase. Das macht man ja selten, deswegen machen wir jetzt das erste Seminar Mallorca-Unterhalter oder so Aufheizer hier oben auf der YouTube-Bühne. Seid ihr bereit? Das, was ich gerade gelernt habe. Da fragt man so Sachen wie, seid ihr gut drauf? Wie gut seid ihr drauf? Super gut? Ich höre da gerade nichts hier hinten. Seid ihr wirklich gut drauf? Und jetzt Kedos? Guck mal, das geht bei mir sogar ohne, dass ich was sag. Kedos! Ich wäre der beste Mallorca-Unterhalter aller Zeiten. Okay, wir machen mal jetzt die ganz klassische Nummer. Ihr versucht einfach mal so laut zu sein, wie es nur geht. Ich zähle runter, okay? 3, 2, 1. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Heilige Mutter. Und Dario, der guckt mich da hinten nur so an, so ein bisschen verträumt, verschlafen. Was ist denn dein Tagesplan noch heute? Erzähl doch mal ein bisschen. Was hast du noch vor? Was hast du denn die Gamescom-Tage jetzt noch vor? Die Gamescom-Tage? Also gleich habe ich noch vor, dann gehen wir natürlich wieder nach unten, wie angekündigt, ne, und sagen nochmal Hallo. Dankeschön. Und morgen Abend sehen wir uns ja auch wieder, wie ich gehört habe. Ne? Magst du mal erzählen, was da los ist? Es gibt zwar morgen, also es gibt nochmal so einen kleinen Tease, jetzt für morgen. Ich glaube auch gegen 16 Uhr ist hier nochmal so ein Event. Da werde ich euch aber genau wie die anderen nochmal informieren. Denn morgen Abend, und vielleicht ist ja einer von euch da, morgen Abend, kommt jemand zu Last Man Standing 3? Hat jemand Bock auf Last Man Standing 3? Es gibt übrigens noch Karten zu kaufen auf der folgenden Webseite www. Nein, gibt's wirklich kaum noch welche. Von daher jetzt nochmal zuschlagen. Morgen das Mega-Event nochmal 4 Stunden lang oder noch ein bisschen länger sind wir da live. Meine Güte, deine Gamescom-Planung denn jetzt noch, um mal wieder von dem Thema runterzukommen? Also eigentlich ist das nur noch der Stand und dann Last Man Standing und dann schlafe ich sehr viel. Und ich glaube, hier oben ist irgend so ein Döner aufgetaucht. Ja, ne? So ein Döner ist da aufgetaucht? Es kommt mir zumindest so vor. Sehr schlimm. So, P. Dizzle X to the Rizzo, du hängst hier so quer wie eine Querlatte und wedelst sie ins Gesichtchen. Was ist denn deine Planung noch? Hast du noch Bock, irgendwas zu zocken oder so? Sollen wir nochmal später was zocken gehen? So ein bisschen Game oder? Ja, schauen wir mal. Was willst du denn mit mir spielen? Also, was hast du da? Wollen wir ein bisschen FIFA 16 haben wir auch noch nicht gegeneinander gespielt. Aber das wird natürlich. Was los? Was ist? Hast du schon? Oder kann man in der Demo schon die Frauenfußballmannschaften spielen? Kann man. Ich habe mir aber, ohne jetzt despektierlich zu sein, ein paar Meinungen eingeholt. Und die sollen den Ball nicht ganz so gut halten. Und die Annahme ist nicht ganz so gut. Also die haben die Frauen. Ja gut, also da könnte ich mich natürlich jetzt in Teufels Küche quatschen. Aber dementsprechend lasse ich das mal lieber sein, meine Damen und Herren hier. Also dementsprechend, Frauen spielen wir lieber heute erstmal nicht. Aber wir gucken mal. Also was abgesehen von FIFA? Bei mir ist ganz klar, also ich will auf jeden Fall das FIFA-Match noch. Ich will auch das FIFA-Match gegen Peter. Und ich will auch ganz klar noch, egal was passiert auf dieser Messe, Star Wars Battlefront spielen. Hat jemand von euch Star Wars schon gezockt? Habt ihr Bock auf Star Wars? Habt ihr Bock auf Bergis Star Wars Trailer? Okay, ich habe dazu tatsächlich nichts. Ich wollte jetzt nur so ein bisschen anteasern. Meine Güte. Habt ihr denn Bock auf so einen neuen Kurzfilm zum Beispiel von Bergmann? Nochmal so eine Sprechrolle vielleicht? Wärt ihr da nochmal bei? Ich bin grundsätzlich bei wirklich allem dabei, was Herr Bergmann mit mir machen will. Bei allem? Bei wirklich allem, ja. The Bergzone is real? Es ist sowieso immer alles real. Habt ihr einen Shipping-Namen? Das weiß ich nicht so genau, da muss sich vielleicht die Community mal irgendwann was ausdenken. Wir haben ja neulich auch bemerkt, dass wir eigentlich nicht so wirklich einen haben, ne? Wir gehen gleich, wenn wir nochmal runterkommen, bei euch rum und ihr habt jetzt Zeit, euch nochmal einen Shipping-Namen auszudenken für uns. Also so The Kedos Waffel oder Sturm Zone. Es ist einfach echt merkwürdig. Irgendwie was Süßeres vielleicht. Fluffel. Okay, gut. Meine Güte. Hemd in die Hose und los geht der Tanz, würde ich sagen. Wir tanzen jetzt noch für die nächste Viertelstunde hier oben rum, oder? Sind da welche für? Sollen wir ein bisschen tanzen jetzt, oder? Ja, aber hey, Sturmi, ohne Witz, ihr sitzt nicht nur rum da oben. Ich habe jetzt mal ein paar T-Shirts besorgt. Ihr werdet da oben T-Shirts zeigen lassen von den Jungs. Oh. Und ihr könnt die dann bekommen.
Ja, ist das cool? Ein paar Autogramme auf T-Shirts, ist das cool? Auf jeden Fall. Und vielleicht auch mal so, damit ihr auch noch wisst, was heute hier noch passieren wird. Kennt jemand von euch Saraza? Mafuyu? Kennt ihr jemanden? Die werden hier gleich noch auf die Bühne kommen und werden ihre 200. Folge FIFA spielen. Ja? Und ich glaube, die Verlierer, oh Gott, bekommen hier so Grütze ins Gesicht. Wollen wir das mal mit euch testen? Du willst Grütze ins Gesicht. Wer will Grütze ins Gesicht? Wollen wir uns mal einen Fan rauspicken? Ganz kurz, können wir das mal testen hier und schon mal ein bisschen vollsauen? Ich glaube, das machen wir. Wer will Grütze ins Gesicht? Arme hoch. Hier, du. Pass mal auf, wir nehmen dich. Kriegen wir den da rüber gehoben? Komm mal her, Kollege. Kommst du da rüber? So, wir zerstören mal den ganzen Plan hier wieder ein bisschen. So machen wir das. Komm mal rüber. Hat jemand von euch Bock auf Saraza überhaupt? Komm mal hoch hier, Kollege. Ihr müsst auch gar nicht mehr lang warten. Gleich ist er am Start. Wie ist denn dein Name? Jens. Jens. Findet ihr, Jens sollte hier mal ein bisschen geknechtet werden? Ja, wollt ihr das? Wollt ihr das sehen? Ja, Jens, du hattest einen großen Mund. Jetzt mal auf die Knie mit dir. Ich will das gar nicht tun. Ihr seid die Bösen. Wollt ihr sehen, wie ihr Grütze ins Gesicht bekommt? Du bist bereit dafür, ne? Nicht, dass deine Eltern mich anzeigen danach. Nein. Macht mal Lärm hier. Wie war dein Name nochmal? Jens, ne? Mach mal Lärm für Jens. So, Jens. Warte, du darfst es selber aufmachen. Das ist wie man die Waffe selbst lädt, mit der man danach erschossen wird. So, Jens. Nee, ich will das hier. Auf den Kopf, soll ich es ihm auf den Kopf machen? Ihr zählt den Countdown runter. Ins Gesicht. So, nimm mal die Mütze ab, die ist viel zu schön. So, du gehst so nach hinten, als würdest dich duschen, nach 10 Tagen nicht duschen. Und ihr zählt runter, ich will euch alle jetzt hören. Später ist Saraza da, da müsst ihr auch Lärm machen. Und jetzt zählen wir runter von 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ich genieße das so richtig. Aber wart ganz kurz, meine Hände sind dreckig. Oh Gott, jetzt wird wieder gehatet im Livestream. So, Jens, man sagt ja, mit Essen spielt man nicht, aber war es denn cool? Ja, schon. Du schaust richtig cool aus. Du könntest auch so einen Preis von Comedy Central, nee, wie heißt das, von Nickelodeon oder sowas, ne? Da wird man doch auch so geslimed, wa? Kann schon sein, ja. Sag einfach ja. Und jetzt steh mal auf und das ist dein Applaus, Jens. So. Und wir geben jetzt wieder nach oben zur Sturmwaffel und gucken mal, was bei den Jungs los ist. Hörst du mich, Sturmi? Ich höre dich. Schon wieder hier oben. Da hinten ist auch schon großes Verkabeln angesagt gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon zeige. Ich glaube, ich zeige die noch nicht. Weil einen vielleicht, weißt du, der wedelt da immer schon so ein bisschen raus hier. Guck mal den Typen hier. Hallo Typ. Hast du da? Hi, na? Hi. Hi. Hallöchen, guten Abend, die Damen und Herren. Ich möchte so gerne Wind haben. Ich sehe dich da die ganze Zeit und ich bin so eifersüchtig. Ich wäre gerne zu jedem anderen hingegangen, um mir nochmal zu nerven, aber Walle hat einfach den mega... Oh. Das ist einfach so ein Instagram-Bild gerade. Dann kommt wieder, oh, wie süß, die Let's Player in Deutschland. Oh. Okay, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Was? So. Gestern Abend hast du noch was ganz anderes gesagt. Gestern Abend habe ich was anderes mit dir gemacht. Sarah, wir haben auch kein Shipname. Shipnames sind ja so in bei den Kids. Hattest du mal ein Shipname mit irgendwem? Ja, Valerik hier, ne? Valerik? Valerik ist ganz bekannt, ja. Ja, aber Frederik und... Ja, warte, kann man ja auch sagen. Wallafred. 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 Oh, meine Güte. Hier. Sturmsaar? Oh, guck mal, was ist denn da los? Was ist denn da los? Guck mal, dieser Penner, ey, der Rebi. Der hängt da in der Ecke, der Junge. Es ist viel zu warm, sagst du? Ich soll also weggehen. Zieh mal deine Mütze aus. Not gonna happen. Willst du, soll ich dir vielleicht eine Flasche Wasser über den Kopf schütte? Flasche Wasser so über den Kopf? Hast du Bock drauf? Nee, aber zieh doch mal dein T-Shirt aus. Nee, das passiert ja gerade nicht. Da war die Kamera gerade weggeschaltet, die ist riesen verrückt abgegangen. So, war crazy. Ey, Isel, Revi.
habt ihr mir gerade einen Kuss zugeworfen. Alter, die Liebe hier oben ist real. Ist real, meine Güte. Jungs, jetzt habe ich die gerade eben schon bepflastert damit. Ich setze mich mal ganz kurz zu euch. Hinter uns, wir sind jetzt so in einer Dauerspiegelung. Das ist voll süß. Voll süß. Ihr guckt gerade Fernsehen. Was läuft? Ja, X-Diaries läuft gerade. X-Diaries? Ich schwöre! Die Schauspieler sind richtig räudig. Verstehe ich jetzt nicht. Also, ich mag den Dicken mit dem Bart immer. Du meinst der Typ, der aussieht wie ein Obdachloser mit der Mütze? Ja, der ist nett. Buh, hat da gerade jemand gebuht? Easy war das, ne? Du alte Flachsau. So, was denn jetzt noch von der... Du wolltest noch was sagen? Ich möchte was erzählen, Sturmi. Ich habe mir mein Trommelfell gerissen. Ja. Und die Leute wissen es gar nicht, warum, ne? Guck mal, kennt ihr diese großen Luftdinger auf dem Wasser, wo hinten so Leute draufspringen und dann fliegt man so hoch? Da war ich vorne drauf und bin aus 5 Meter mit meinem Ohr aufs Wasser geklatscht. Ja, mal ein ganz lautes Ohr für mich. 3, 2, 1. Ja, und jetzt kann ich nichts mehr hören. Ich kann es eh nicht hören. Also deswegen könnt ihr es euch auch sparen. Also ich fand das jetzt schon ganz süß, muss ich sagen. Also du hörst gar nichts mehr. Auf welchem? Wie bitte was? Du hörst gar... Verstehe ich nicht so. Meine Güte. Ey, du bist jetzt auch den ersten oder zweiten Tag hier? Das ist mein erster Tag. Ich bin von einer Stunde gerade. Okay, und... Willst du noch irgendwas anzocken jetzt hier? Du bist ja auch inzwischen gut unter die Gamer gewandert. Ich bin komplett planlos, aber Revi möchte CSGO anzocken, hä? Ich würde dann im Moment eigentlich den ganzen Tag am liebsten CSGO spielen, wenn das geht. Das wäre eigentlich ganz cool. Mit Izzy. Nackt. Sag mal, was ist denn bei euch los, dass ihr alle mal nackt sehen wollt? Mei. Also da kommt er direkt, wenn es um nackte Haut geht, da ist er direkt wieder dabei. Du, ist dein Mikrofon da vorne auch an? Nee. Okay, ansonsten redest du mittels Weise. Mikro 12 steht da. Okay, weil da können wir uns nämlich so schön in der kleinen Talkrunde noch unterhalten. Probier mal. Ja, hi. Hi. Du, Walle, du machst das Ganze ja auch schon ein bisschen länger. Deine wievielte Gamescom ist das? Ich weiß gar nicht, seit wann gibt es die eigentlich? 2009 die erste, kann das sein? 2009? Ja, da war Games Convention hieß das aber. Da muss man differenzieren. Da war ich auch schon da. Von Anfang an dabei, ja. Da habe ich auch damals den Erik zum ersten Mal in Real Life, also den Gronkh zum ersten Mal in Real Life getroffen, weil wir haben ja zusammen gezockt. Das war, glaube ich, 2003 oder 2004. Aber ja, das ist halt schon ewig her. Was war dein erster Eindruck? Ziemlich voll, der Laden, aber da kannte mich ich ja keiner. Ich meine vom Gronkh dann. Ach ja, so irgendein Hacker. War ziemlich aber voll. Nett. Ja. Kann man mal so stehen lassen. Der kam ganz, hat ganz gut in unsere Truppe gepasst, weißt du so. Ja. Wir machen ja die Hobo-Federation hier. Yay. Okay, Walle. Boah, begeistert. Aber, weißt du, was wir beide schon mal machen können? Wir können eigentlich schon mal ganz kurz runtergehen und mal gucken, ob da alles aufgesetzt ist. Ja, also nehmen wir die Leute einfach mal mit hier. Weißt du, wir walken mal sweet nach unten schon mal auf die Bühne. Dann bringe ich euch den Sarazan mal mit. Ich bringe auch einen Ventilator mit. Der ist unten Ventilator, den kannst du auch mitnehmen. Hallo, Jody. Ach, guck mal, die Jody hier. Und Tobi. Tobi Nation, keiner? Tobi Nation? Oh, kommt schon, Leute. Hallöchen! Alter! Alter Schwede, ey, was hier wieder los ist, ey. Da müssen wir aber noch was tun. Ist euch warm? So ein bisschen. Hä? Wer will so einen Handventilator? Ich habe noch einen über. Ja? Komm, ich gebe dir den mal gerade hier. Ah, Vorsicht, nicht Finger wehtun, der kann schmerzhaft sein. Der geht dann jetzt einmal durch die Reihen, ne? Also das ist schon klar. Ja genau, wir geben jetzt noch 20.000 Handventilatoren. Wir hätten echt mal 80.000 Handventilatoren gebraucht. Das wäre doch mal echt ein gutes Giveaway für so eine Messe. Handventilatoren? Ja, weil das ist der neue Merch-Artikel. Immer zur Gamescom kommt mit von jedem YouTuber. Das ist jetzt der Shit, Alter. Handventilatoren. Ja, ich meine, die kann man ja kaufen, aber hier, man sieht ja auch, die Klimaanlage kommt nicht mehr mit, ne? Also wirklich so die Gamescom. Hast du es mal draußen gesehen? Das dampft richtig schon. Ja, das dampft richtig. Das ist Hammer. Das ist echt schön hier, ne? Geht's euch denn gut soweit? Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön, trotz der Hitze, ne? Was habt ihr denn heute noch vor? Okay. Du sag mal, ihr habt ja jetzt gerade schon gehört, wer kommt, ne? So ungefähr, du weißt das auch, ne? Nö.
Nee. Ich weiß doch wieder gar nichts. Kennst du mich? Du bist doch komplett. Ich bin auch mal wieder Dan, Dan, Dan kann uns bestimmt aushelfen. Wer kommt gleich nochmal runter? Können wir nochmal hier ein bisschen. Ach so, da fällt ihm gerade auf. Ja, Moment. Da war ja was. Warte mal ganz kurz, du darfst es selber vorlesen. Du bekommst meine heiligen Moderationskarten. Da steht, Sarazar sind auf jeden wir Fall. Schon so weit? Ja, gleich sind wir so weit. Wir warten. Ach so, ja, vielleicht kennt die wer. Der Mafuyu zum Beispiel, Heideltraut, ja? Der alte Schlingel. Der Major kommt am Start. Der Leno, der Bronze, der Herr Currywurst. Vielleicht kennt er den auch, der Kevin. Ja, und ich bin auch da. Und du moderierst das Ganze dann gleich. Guck mal, ich kann euch noch was sagen. Vielleicht wird sich der ein oder andere erinnern. Was ist das? Wackelpudding? Habt ihr schon mal was von gehört? Ja? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Wette damals mit dem Dennis. Ja? Und da wird es auf jeden Fall was Spektakuläres geben. Also nicht verpassen den nächsten Slot. Das wird richtig geil. Das wird richtig geil. Und ich sehe da schon ungefähr, was ihr da gerade macht. Das wurde ja auch schon angekündigt. Ihr nehmt gleich die 200. Folge FIFA auf. Ja, ne? Ich nicht. Ich spiele das. Ja, du bist aber dabei und siehst wie immer super süß aus. Ja, oh. Bist so sweet. Warte mal, ich gebe dem Dämmer die Moderationskarten wieder. Ne, nicht, dass hier nee, behalte jetzt. Sonst, dann ist er hilflos. Sonst, da weiß ein Moderator nicht, ohne ist, Karten. Weißt du? Kennt man vielleicht irgendwoher. Hier vielleicht gerade. Hey. Oh ja, 2,80 Grad hier, ey. Mann. Ja. Ihr seid dann also im Prinzip auch mit auf der Aufnahme höchstwahrscheinlich gleich drauf. Also auf der 92. FIFA-Aufnahme. Ist das geil? Und dann live bei so einem geilen Event. Ist schon fett, oder? Kann man mal ein bisschen mehr Lärm machen? Ja, komm. Warte, ich nehme das mal auf. Du nimmst das jetzt wieder auf, ne? Dann könnt ihr kreischen. Hallo. Da geht's los. Wie geht's euch? Da geht's los. Alter Schwede, das sieht so mega aus. Mach ich direkt mit. Ich bin ja auch noch nebenbei. Ja genau, komm jetzt einmal hier für den Sturm. Komm jetzt, komm. Yeah. Einmal hier durch die Reihen. Es ist einfach immer wieder super, super surreal, was hier abgeht. Das ist krass. Gut, war schön, war alles gefaked, so wie immer. Ey, ne? Freunde, pass mal auf. Wir können ja noch ein bisschen warten mit dem Zocken. Willst du ein paar Fragen beantworten von Fans? Ja, gerne. Können wir machen. Hat jemand eine Frage an Sarazar? Gut, dann gehe ich rechts runter und dann links. Ja, wir gucken noch mal. Da hinten haben wir jemanden, der hat so einen funky Hut auf und ein bisschen verschlafene Augen. Ja, mal gucken, was er uns gleich erzählen wird. So, Sekunde. Ja, pass mal auf. Wen bist du, Sarazar? Deine Frage. Wie bist du eigentlich mit Gronkh zusammengekommen? Wie bist du mit Gronkh zusammengekommen? Pass auf, das war ja so, wir haben jetzt vor 2 Jahren Las Vegas geheiratet. Ne? Spaß. Nein, den Gronkh kenne ich über ein Computerspiel, das nennt sich Meridian 59, das ist ein Online-Rollenspiel. Und da haben wir, das habe ich ewig gezockt, also wirklich schon vor 13 Jahren mittlerweile. Und der Gronkh war so ein Game Master von dem Game. Und haben wir uns virtuell erst kennengelernt und auf der Games Convention in Leipzig damals, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Wir sind halt seitdem gute Freunde, seit weit über 10 Jahren mittlerweile. Und haben ja auch eine Firma zusammen, haben irgendwann das mit den Let's Plays zusammen gemacht und so. Aber sind halt schon lange Homies. Danke dir, mein Lieber. Hast du jemanden ansonsten? Halt ich nee, mach du mal. Okay, wir sind hier am Diskutieren, Hart. So, wie heißt du und was ist denn deine Frage? Ich heiße Henry und ich wollte fragen, wann der Sarazar eine nächste Reise macht sozusagen. Also irgendwo in ein anderes Land, mit Gronkh zum Beispiel auch, oder? Oh ja, das wird sehr bald sein. Lasst euch mal überraschen. Das Lustige ist, hallo. Hey, Walle. Der steht hier, der Mensch, der gefragt hat. Weißt du, das eigentlich? Weil der Sturm hier dachte, wäre hier gewesen. Wieso bin ich blind? Also erzähl noch mal, wann geht's los? Wann geht's wieder auf große Reise? Wo bist du? Ich habe Mandy verstanden. Wie heißt du denn wirklich? Henry. Ja, Mandy. Du siehst aber auch echt nicht so weiblich aus, du. Henry. Ein Applaus für den Henry erstmal, ja? Komm. Danke dir, Henry. Du, pass auf. Ja, wir werden schon bald losheizen in die... da darf ich noch nicht genau verraten, warum. Aber es wird bald nächste Woche auf meinem Channel schon eine neue Info dazu geben, auf jeden Fall. Und da geht's auf jeden Fall los. Und es gibt auch eine Option, dass sogar einige von der Community mitfliegen können. Lass sie überraschen. So, hat jemand von euch Bock, mit Sarazar und Gronkh einfach mal in Urlaub zu fliegen? Ja, war dann schlecht, ne? Jetzt machst du aber falsche Hoffnung, meine Güte. Ich hab hier auch noch Produktplatzierung, so ein Red Bull. Will das zufällig mehr haben? Das habe ich gerade in der Hosentasche. Einfach mal ein Red Bull. Du, Walle, ja? Willst du noch eine Frage? Hier, ja, hau raus, mein Lieber. Ich habe hier noch eine. Hi, du bist die? Kati. Also das ist nicht die Mandy. Dann, ich dachte, das wäre die Mandy, weil das war der Henry und Mandy. Und naja, ich bin nicht so gut in Namen. Du bist wie ein Rapper. Yo, was geht? Wiggle, wiggle. Was ist deine Frage? Und zwar gucke ich deine Videos schon sehr lange. Und habe auch jede Gamescom versucht, dich zu treffen und würde gern fragen, ob du, Curry,
und mach für you gleich meine Spitze. Das machen wir doch mit Sicherheit, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, die Spitze. Ich denke, ihr macht das wie wir gleich, dass alle nochmal dann runterkommen, wenn ihr hier genau, mit der Show fertig seid. Und dann, genau, dann kommt jeder, glaube ich, von den ganzen Leuten nochmal runter. Ja, hier. Das kriegen wir hin. Megamäßig wie guck mal, was das für eine coole Mütze ist hier, Alter. Hast ja, gesehen? Ich weiß, sage ich, beste Community. Beste. Ja, ich habe hier auch wieder okay. Jemanden. Ja, dann machen wir noch eine Frage, würde ich sagen. Eine einzige noch. Eine vom Dan, komm, der hat er schon. Die letzte Frage gebührt dir. Das ist eine ganz besondere Frage hoffentlich. Du bist auf dem Kanal von Sagazza gerade zu sehen, machst gerade ein Video mit ihm, kannst in deinen Lebenslauf schreiben, kriegst überall einen Job, zumindest bei ProSieben. Naja, bei Sagazza nicht unbedingt einen Job, ne? Also wenn er bei Sagazza Channels war, das ist so eine Sache, ja, ob das so gut beim Arbeitgeber kommt. So, erzähle, wer bist du und was ist deine Frage? Hi, ich bin Rico und zwar hatte ich die Frage und zwar, mein Kumpel, der wollte mitkommen zur Gamescom, ist aber leider im Urlaub und der wollte dich fragen, ob er ein Video groß machen könnte. Warte ganz kurz, ich nehme mal dein Handy schnell mit hoch. Ja, komm, machen wir. Oder kommst du runter? Ich komm runter, komm. Da kommt er einfach runter. Sag ich auch mit dem Rico, hallo. So, warte, hey, ich filme euch wie beiden. Geht's dir? Pass alles mal gut auf, bei euch. Ich filme dich. Ja, also wie heißt dein Kumpel denn? Das muss ja dazu... Der heißt Dominik. Dominik. Hallo, bist du on air, Ja, ja, du bist live drauf. Hallo Dominik, du bist leider hier nicht auf der Gamescom, aber der Rico, dein Kumpel, der hat es dafür gesorgt, dass wir hier ein kleines Grußvideo für dich machen. Das sind auch so ein, zwei Leute am Start, vielleicht kann man dir mal zeigen, vielleicht können wir hier Applaus für den Dominik, ja? Das ist ja mal was hier. Damit hätte der nicht gerechnet, du, damit hätte der nicht gerechnet. Dann mal ganz liebe Grüße an dich, schade, dass du nicht da bist, aber vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr oder so, ne? Können wir mal probieren. Und jetzt machen wir einen Riesenapplaus für Sagazza. Ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Ich vielen Dank. Wir beiden Schnuffels, ne? Wir räumen jetzt die Bühne, überlassen das Sagazza, du darfst deine Homies ankündigen. Oh, und dann geht's aber, los. Ich werde euch aber vermissen. Du, ja, ist so sweet. Wir können ja heute Abend noch ein bisschen abhängen. Noch ein bisschen rum. Immer wenn ich den Sturm sehe, pocht mein Herz. Ja. Na gut, ich bin jetzt oben, Dan, kündige deine Homies an. Viel Spaß euch beim FIFA-Zocken. Sturmi! Werden wir haben, auf jeden Fall. Ja, es geht darum. Ich dachte, wir machen cooleren... Okay. Soll ich doch ein paar Kollegen runterholen hier? Habt ihr Bock auf die? Ja? Ja, dann bitte ich mal die Jungs runter. Komm mal runter, Freunde. Da wären der Mafuyu, der Currywurst, der Leno. Oh, der Mafuyu, der Heideltraut. Komm her, mein Lieber. Der Major ist am Start. Der Bronzewirt. Der Kevin. Und der Leno. Ja, und ihr macht heute eure FIFA-Folge, hab ich gehört, ne? Ja, das wird interessant. Okay. Wie geht's euch? Sorry. Super, alles super. Ja, bei euch, bei dir auch alles fit. Du hast ja sogar ein eigenes Mikro. Bist du eigentlich auch ein Erb? Sollen wir testen? Hallo, Bronzi. Hallo. Hallo. Der Wahnsinn. Warum seid ihr denn alle hier? Ja, die wollten FIFA Gaming? Gucken. Was? Die wollten FIFA gucken. Ein bisschen Fußball und so. Okay. Jo, oder was? Also man muss ja sagen, es ist die 200. FIFA-Folge, die jetzt hier live vor der Gamescom aufnimmt. Habe ich richtig verstanden, ja. Ne? So sieht's aus. Aber läuft ja bei dir auf dem Kanal FIFA immer. Das Ding ist, genau, also wir haben immer mit dem Muffins gespielt, ja. Mit dem Meiji, ja. Und deswegen, Brunzi, Lello und ja, dem Curry. Dem Curry. Major, ja. Nein, der ist auch ganz aufgeregt, ganz ehrlich, aber das werdet ihr dem nehmen, ne? Der ist doch lieber kein. Ja, ist doch kein Problem, Alter. Das sind wir doch alle. Also ganz ehrlich, es sind so viele Leute, ja, aber die sind alle lieb. Das ist krass. Muss ihr keine Sorgen machen. Die beißen nicht. Ey. Und ihr müsst gleich noch eine Spitzhacke unterschreiben, ne? Hab ich versprochen, ne? Genau, ja. Okay. Ja, dann ab an die Gamepads mit euch, ja? Cool. Heute wird auf der Xbox gedacht. Also wir haben die Teams schon geklärt, ne? Das ist ja untypisch, ne? Okay, warte. Wo nehmt ihr das normal auf, Dennis? Hier? Ja. Also, mal tauschen. Wir zocken sonst auf dem PC. PC? Ja, deswegen. Aber auch mit dem Xbox-Pad, deswegen. Ah, dann habt ihr nichts verlernt. Wer spielt denn jetzt gegen wen? Warte mal, ganz kurz. Wer spielt denn jetzt gegen wen? Ich bin, also Major und ich gegen Bronze und dem Typen hier. Jawohl. Ja, super. Okay. Dann mal einen Applaus für die Jungs vielleicht und hoffen wir mal. Wer wird denn gewinnen? Machen wir mal eine kleine Wette. Major und Dennis, mal so einen Applaus für jubeln. Dann machen wir so eine Lautstärke. Wer wird denn gewinnen? Oder der Bronze und der Curry. Jawohl. Oh, sehr geil. Nein. Und der Leno, der gibt so Massagen von hinten zwischendurch. Ja, Mann, ich gebe mir diese Massagen, aber ohne Happy End. Der richtige Kilo hier. Leute, die machen jetzt mal gegeneinander spielen. Seid ihr nehmen. Okay, go. Jawohl, super. Was nehmen wir denn für Mannschaften? Die Mannschaft. Ja, was gibt's denn hier mit Teams? Oh, der Okay, was wollt ihr spielen? Also der Major spielt bei uns das Team. Ja? Dann nehmen wir einfach Major, komm. Erlaubt sie nur, macht die Länder, nur normale Teams. Ich will für Gala, oder? Gala? Nee, okay. Ein Mann hier. Klassiko.
Boah, es ist so warm. Klassiko, hier. Real Madrid. Oder? Klassiko. Okay. Ronaldo, yeah. Er spielt ja bei uns, ne? So das absolute FIFA-Standard-Match. Real Madrid gegen Barcelona. Manchmal sind die Bayern ja auch noch am Start oder so, aber das sind so die typischen Standard. Alles. Also quasi Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo. Jetzt ziehen die ab, Alter. Komm, jetzt ziehen die so ab. Da bin ich mal gespannt. Dennis, Shake hands an der Seitenlinie. Jo, Leno, schade, dass ich dabei bist, aber hey, super. Was? Lass mal auf mich auf den Arsch. Hey, Dennis kann ganz gut antizipieren, hätte der Abiturier gesagt. Wer ist das? Boah, ich hasse diesen Spruch. Der antizipiert ganz gerne das Abseits vor allem. Was ist Abseits? Ja, also los geht's hier. Real Madrid gegen Barcelona. Ja, der Dennis und der Major gegen den Bronx und den Currywurst. Okay, ja? Da bin ich mal sehr gespannt. Ja? FIFA 200. Warst du? Wollt ihr mal anstoßen? Ich bin oder? Seid ihr bereit? Ja. Ja, komm. Fang an. Anstoß. Ja, Dennis. Ja, ich muss auf geht's. Auf geht's, Freunde. Okay, okay. Du bist grün, ja? Ja, Major. Wir machen Bronze. Wir machen das jetzt, ja? Super Bronze, das ist der Hammer. Der Verlierer kriegt Wackelpudding, oder was? Also ich nicht. So, okay. Da wird schon ordentlich gecheckt. Ach, scheiße, Mann. Komm mal hier vorne. Barcelona Bronze am Anstoß. Mit Verteidigen, ne? Komm mal vorne. Ja, Bronze. Go. Rein da. Oh, gute Attacke schon direkt hier zu Beginn. Da wird, oh, keine Flanke, doch es gibt eine Flanke und Kopfball und der ist. Bronze was den Ball? In den Händen. Das schade. Werf einfach. Cassias hat das Ding safe. Wenn ich jetzt verliere, krieg ich auch einen Wackelpudding ab, oder? Ja, wenn du verlierst, kriegst du auch einen Wackelpudding ab. Finde ich gut. Du bist ja solidarisch. Weil, ganz ehrlich, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Wackelpudding-Aktion, ja? Ich hasse den Typen dafür, ne? Wunderschön. Hier ist schon einer offen, sehe ich gerade. Willst du ein bisschen? Nee, ich bin eher so der Waldbär-Typ. Ah, ja gut. Nee, dann nicht. Boah, das ist mega warm. Hat der Bock mehr auf dem T-Shirt? Darf ich da eins raushauen, Bock, ja? So, wenn die Jungs mal zocken, guck mal, ganz ehrlich, wow. Ja, komm, Bronze. Angry Birds. Okay, komm, go. Nein, Bronze, komm, Bronze. Und? Ja. Und. Oh, schade, Bronze, ey. Komm, Leno, ich zähl auf dich, ja? Ich zähl auf dich jetzt. Komm, wir lenken die Seite von Itzin. Besonderer Schwierigkeit. Besonderer Schwierigkeit. Wir haben von hinten penetriert. Ja, das magst du, ne? Komm. Ihr habt den Ball. Ich bin gerade vorbei. Wer ist am Kitz? Jetzt, Major, komm. Ich muss meinen Senf vernichten. Oh mein Gott. Nochmal, Bronze. Die sind abgehärtet. Die seelischen Qualen, die so im Game Folge durchmachen, ist höher. Schade. Okay, Major, ich mach weit, pass auf. Ich weiß noch, früher, als jemand gegen Dennis gespielt hat, der konnte überhaupt kein FIFA spielen. Boah, weißt du, früher? Ey, das ist so lang her, ja? Da war dann das hat sich trotzdem nichts geändert. Ja, vorgestern oder so böse. Das ist wahrscheinlich richtig gut, ne? Wollen Sie kommen? Nee. Scheiße. Okay, go, komm. Major, den machen wir jetzt. Also die 20. Minute ist am Laufen. Ist, komm, Major, go. Es geht heiß her, liebe Freunde. Oh. Messi, Ronaldo. Barcelona. Major, wo bist du? Geil, ey. Komm, Messias. Knappe Kiste. Eigentlich steht er falsch rum. Bronze, bitte nicht kacken, das sah sehr angestrengt aus. In die Mitte. So, Angriff von Real Madrid, das bedeutet. Ja. Nein! Oh, schade. So. Okay, Curry, go. Ja, wer wird gewinnen am Ende, Major? Was sagst du? Ja, wir. Real Madrid oder? Ich glaube, der Wackelpudding. Ich hoffe, Wackelpudding gewinnt immer. Ja, also du bist optimistisch, dass du. Jetzt, Major, komm, jetzt, Major. Ja, spiel. Ich hab ein gutes Gefühl. Hier, Major, Bronze. Abseits, wie immer, weißt du? Wie immer halt, ne? Der Dennis wieder. Weißt du, was komisch ist? Ich werde so oft heute auf meinem Hintern geschlagen von den Leuten. Komm. Okay. Ja, ey, ganz ehrlich, wenn ihr Handys heute habt, ne, die mit einer irgendwie Ballpassen am Start sind, ganz ehrlich, packt die nachher aus, weil gleich geht's richtig los hier. Mit A. Das ist ja quasi nur das Vorgeplänkel von dem eigentlichen Highlight heute, ja. Hoffentlich ist der Wackelpudding auch schon kühl. Ich will kein Wackelpudding. Bronze. Oh, Barcelona schon wieder hier. Major und Dennis, die machen eine gute Attacke, einen guten Angriff. Schieß mal. Oh mein Gott. Ich bin ja fast dafür, dass ihr verliert, weil dann kriegt der Major auch Wackelpudding ins Gesicht. Das Traurige ist ja, der Major ist der Einzige, der so einen richtigen, ja, das hier nicht, der so einen richtigen Bart hat. Sollen die Wackelpudding ins Gesicht kriegen oder nicht? Ja, guck mal, die Leute sind auch dafür. Wäre fair. Wir kriegen eine Doppelbeladung. Real Madrid. Oh, Major. Nein, nicht spielen. Geh. Ja, der. Hab ich. Curry, Mann, der ist. Major. Sorry. Und komm. Oh. Nee, was machst du? Alles gut? Ist gut. Und da ist er noch. Oh. Der war beabsichtigt. Ja, natürlich. Geh, Curry. Also wir haben jetzt die verlieren. Fast Halbzeit. Das ist nicht mehr lange bis zur Halbzeit. Wie lange geht eine Runde? Eine Halbzeit?
Kommt doch an, wie es eingestellt ist. Wie lange ist denn eingestellt? Ich 4 oder 6 Minuten, glaube ich. Ja, genau. Okay. Standardmäßig, ja. Ja. So, jetzt. Und aber. Jetzt nochmal. Raus, der Vorstoß von Barcelona. Ey. Ja! Oh! Nein. Jetzt immer noch, eins her. Und man muss ganz, ja sagen, ganz ruhig, wir haben Zeit. Ja, wir haben Zeit. Was ist da los, Curry? Jetzt. Was ist da los? Ja, wir bauen auf. Wir bauen auf. Und was hast du denn dazu? Ja, ich bin ja auf jeden Fall der beste Spieler im Team, wie man weiß. Ja. Das habe ich immer wieder bestaunt. Danke. Geh rein, ja, danke. Alter! Oh! Ja, was war das denn? Ah, vertitscht das Ding, Mensch. Das tut mir nicht leid. Doch nicht so aus, ey. Wer okay, gewinnt? Sehr gut, sehr gut. Bisher sieht alles nach Barcelona aus, ne? Ja. Hey, warum das? Ganz muss klar. Ich ja mal sagen. Also, ganz was, klar, völlig, ist doch voll ausgeglichen. Lenno, vielleicht sollten wir die noch ein bisschen ärgern zwischendurch. Ja, ich würde auch sagen. Komm, Lenno. Aber hey, lass sein, Alter. Ein bisschen Wackelpudding schon mal von hinten. Was? Ey. Komm, Mädchen. Ah, sorry. Ich soll nicht am Arsch fassen, Lenno. Oh. Meine Sora. Nein, Pause. Du hast ja was im Gesicht. Du hast ja was im Gesicht. Das ist für uns endlich mal was zu essen, ne? Willst du okay. Noch ein bisschen Wackeln? Nee, hau ab, ey. Willst du was umsonst? Warte. Hier auf dem Arm. Wow, danke für die Creme. Oh, guck mal, wie sehr schön. Ganz kurz, dass du mich mal eincremst. Warte. Wer ist denn dafür, dass wir den Sarazar gleich auch einschmieren? Schön in die Haare. Ne? Ja. Was? War ich heute schon mal wer beim Gronkh hier beim Square Enix? Oh, ja, am Start. Ja, du warst da? Cool. Hat sich gefreut. Wir hatten super viele Leute am Start. Vielleicht kommt der ja nachher auch noch mal rum. Ich weiß gar nicht. Hier. Wow. Pass auf. Ewigkeiten gewartet. Danke dir dafür, ey. Hat er sich bestimmt gefreut. Okay. Danke. X. Dankeschön. Und sie hier. Ja. Hier. Ich habe übrigens gehört, Wackelpudding ist gut für die Haut. Ja, ja. Okay. Man kennt das ja damals. In vielen Cremes wird ja auch Wackelpudding verwendet. Ja. L'Oreal hat ja auch was gemacht. L'Oreal Wackelpudding-Wiggle-Wiggle habe ich gehört. Wiggle-Wiggle, ja. Für den besonders jungen Hautton. Habe ja. Ich erst letztens bei Dagi gesehen immer. Ja, es ist die aber ist ganz auch Produktplatzierung hat sie ja. Ich muss noch eins sagen, ne? Konzentrier dich mal aus dem Ball. Du, ey, Bronze, was ist jetzt los? Ey, vom Meister gelernt. Hier, Bronze, komm nochmal. Nochmal real nein! Jetzt hier. Sie haben mittlerweile auch die zweite Halbzeit schon laufen. Das habe ich natürlich schon 16 Meter schön, Mädchen. Oh, der Ball ist noch heiß, das Ding titscht noch. Komm, Bronze. Jetzt, Mädchen, komm, jetzt kommt die auf dich. Mädchen. Jetzt ein schneller Konter. Auf der Seite. Was? Wunderschön, herausgespielt. Komm, spiel. Mädchen. Sehr gut, Bronze. So, sehr gut. Damit hier keiner einschlägt. Komm, Bronze, komm. Für die Leute in FIFA nicht Bronze, so geil. Bronze. Ja? Habe ich ja auch noch mal anderes. Hey, ach, Leute. Guck mal hier. Angry Birds T-Shirt mal wieder. Wer will so eins? Wer ist denn am lautesten hier? Wow. Komm, wir werfen noch eins so, hier. Und damit die Leute da hinten auch noch mal eins kriegen, bin ich mal eins zusammen. Ihr habt eine da kenne ich einen super Trick, Alter, Lenno. Eine Verletzung. Warte mal. Ja, ihr habt eine Verletzung. Hier. Ja, wir haben eine. So. Moment. Passt, Major, wir haben... Sorozor, ich liebe dich! Sorozor. So, what? So, da ganz hinten, wenn da jemand so. Es kann ein bisschen wehtun. Falls ich euch treffe, es tut mir schon leid. Ich sag's mal voraus. Oh. Und. Wow! Hey. Nicht stark, bitte! Ist nur ein T-Shirt. Okay. Oh, oh. Ich würde sagen, wir wickeln das einfach mit den Steinen. Melcher, fliegen die besser. Melcher, hast du? Ich hab ihn. Ich hätte einfach schießen sollen. Komm, die Seite, die hat auch noch komm, wir machen jetzt was, Ich muss die Niederlage von gestern wieder reinholen gegen Dennis. Jetzt. Jawohl, Bronze. Oh. Komm her. Sehr schön, komm. Okay, Melcher. Oh. Ich schmilze hier weg, ganz liebe ehrlich. Liebe Gamescom, hört ihr meine Klimaanlage? Was machst du, Bronze, Mann? Oh. Fall uns hier. Du musst einfach noch das Tor schießen. Verpasst. Ey. Schade. Das gibt's doch nicht. Wie viele Millionen? Du hast den Ball. Okay. Die gleichen Fehler, Bronze, da müssen wir nochmal fallen, ne? Major, was ist los? Ich habe Angst vor der Wackel. Passiv. Ist die Aufregung. Jetzt, Major, jetzt komm. Doch nicht. Du hast den Ball. Nee. Ja, ich weiß. Was ist hier? Oh, nein. Ich bin ja dafür, dass der Sarazar 0:0 immer noch. Jetzt. Okay, jetzt komm, jetzt. Major. Nein. Also Dennis kriegt wegen der verlorenen Wette sowieso Wackelpudding ins Gesicht, aber das andere nächste Team, das verliert, finde ich, sollte mitmachen. Los den Ball, Bronze. Und dann greifen wir uns alle gegenseitig gleich ein. Freue ich mich schon drauf. Und das Publikum auch, oder? Das Publikum auch. Ihr kriegt auch Wackelpudding. Wer will auch Wackelpudding? Die machen gar nicht, Mann. Bronze. Die Löffel schmeißen einfach hinterher. Ja. Oh. Nein. Ey, das gibt's doch nicht. Das war da nicht mit Lack und Leder, weißt du? Mehr Glück als sonst was. Melcher. Okay, Melcher macht jetzt das Tor. Oh, Melcher macht doch nicht das Tor. Nein, das ist gerade im Start. Ey.
Nicht gegenseitig. Spielt ihr denn auch selber FIFA manchmal? Ich spiele gegeneinander. Was passiert da bei 0-0? Ja. Major. Man sagt ja, Killerspiele machen aggressiv, aber immer wenn ich FIFA mit meinen Kumpels spiele, werde ich am aggressivsten. Ey, yes! Na, was? Oh. Ey, das gibt's doch nicht. Aber schießt ihr auch nochmal ein Tor heute? Ja, irgendwie will das was nicht. Was ist denn mit euch los hier? Ja. Ich sehe das nicht mal. Zu gut. Ich will zu gut. Ey, ganz ehrlich, erkenn dich mal was. Komm, warte. Oh, aber die ja, Torstatistik, ne? Die spricht absolut Real Madrid mittlerweile. Komm, Major, wir in machen das jetzt. Sah das noch anders aus, aber mittlerweile sieht's nicht gut aus. Hol dir, geht auf. Oh, verletzt. Hä? Der Curry ja, einmal ein Power okay, Force. Komm. Und an, ey, was ist hier los? Was sollen wir noch machen? Schieß nach vorne, Alter. Knapp, was sollen wir bitte machen? Was passiert dann bei 0-0? Was? Bei 0-0 kriegen alle was dafür. Ja, Nachspielzeit. Wir wollen Sieger haben hier. Okay, ist ja ein Freundschaftsspiel. Gibt's Nachspielzeit? Drauf. Und 11 Meter schießen. So. Moment schon. Und gut. Oh. Knapp vorbei ist auch daneben, wie man so schön sagt. Was gibt's jetzt? Also 0-0 und jetzt geht's in die Nachspielzeit. Elfmeterschießen. Wollt ihr Elfmeterschießen? Elfmeterschießen. Direkt Elfmeterschießen oder Nachspielzeit? Elfmeterschießen. Machen wir Elfmeterschießen. Warte. Das ist eine Wackelpudding-Aktion, eh viel Spaß. Okay, Elfmeterschießen. Denk dran, nimm mit. Bonze, ich zähl auf dich. Fertig. Okay. Seid ihr fertig? Ja. Okay. Wer ist der Keeper? Cristiano Ronaldo. Wer schießt? Bonze schießt. Wer ist im Tor? Ronaldo steht bereit, der die beiden weiter gegen Bonze. Der weiß nicht, was er drücken muss. Ach, ich schieß, warte, pass auf, sorry. Okay, ich schieß. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Hey, keiner schießt, ihr seid dann. Wie schießt man denn nochmal? Schießt man heute noch? Hä? Und ja, der Schuss was war das denn? Oh! Was war das denn? Der Curry schießt. Der Dennis ist im Tor und angetäuscht. Jawohl! Ein Applaus für den Currywurst für dieses wunderschöne Tor. Ich schieße, ne? Komm, Curry, da musst du mal eine Fratze ziehen für hier. Du bist ja der Fratze-Experte. Die Fratze des Tages? Das war ich. Er hat verkackt. Der Dennis hat verkackt. Oh, doppelt verkackt. Kannst du alles wieder gut machen. Walle, wir müssen ein bisschen Spannung erzeugen. Ich würde sagen, wir klatschen einfach alle. Ja, was ist das denn? Kann ich schießen, siehst du das? Warte, man könnte aber noch mehr mitmachen hier. Auch wenn es warm ist, ich schwitze ja auch nicht. Hey, alleine! Aber es steht ja 1-1 quasi noch. Also es ist alles noch drinnen für beide. Okay, pass auf. Und Barcelona schießt. Okay. Jawohl! Der ist gehalten. Das ist aber traurig. Oh mein Gott, das ist traurig. Jetzt wird es eine ganz enge Kiste. Warte. Ja, und. Angetäuscht. Jawohl! Ganz sicheres Ding. Ja, der Part der Pupus 6 nicht geholfen. Denn. Und jetzt ist der entscheidende Ball. Ne? Also komm, uns halt. Ja, aber das ist ein Major. Habt ihr leider verkackt. Wir haben gewonnen. Da machst du nichts. Wir haben gewonnen, Alter. Hat er extra gemacht. Damit hat er extra gemacht. Ja. Das war FIFA auf jeden Fall. Und jetzt geht's ans Eigene. Jetzt kriegen wir Wackelpudding. Was sagst du denn? Wackelpudding zu dir, das denn? So, wollt ihr noch eine Runde spielen oder sagt ihr nö? Junge! Was? Wollt ihr noch eine Runde spielen oder wollt ihr? Nee, weil die Leute alle schon. Wir haben ja was zu tun hier. Also, erstmal würde ich sagen, hau mal ein paar T-Shirts raus. Wir haben ja noch ein paar hier. T-Shirts? Oder komm mal. Wer hat denn Bock auf T-Shirts? Wollt ihr euch nicht eigentlich ausziehen und diese T-Shirts, die ihr da anhabt, wollt ihr nicht nehmen? Pass auf. Wenn die Leute richtig laut schreien, dann geben wir unsere Trikots gleich. Oder? Ja, die Trikots. Wen will das Trikot haben hier? Ja, aber erst wen will das Trikot vom Dennis haben vielleicht? Von Mabuhi, von Heidens haben? Hat leider seine Maske vergessen. Das Trikot stinkt nach seinem Schweiß. Das stinkt schon, das Schweiß. Okay. Ja, kommt sie aus, der Teil. Mach dich schnackig! Ja, und das schreit die geile Idee. Mach dich schnackig! Aber warte! Aus, zieh! Ich mach das nur, wenn wir uns alle vorne in eine Reihe stellen, wie bei den Chippendales, und wir ziehen die alle gleichzeitig aus. Ja, aber Mikro, Mann! Wie denn so, oder was? Was ist denn mit meinem Mikro? Oh,
da bin ich immer gespannt, was raus. Hier, pass auf, guck mal. Kann man das sehen? Das Problem ist, das Mikro stirbt dir drüber. Ne? Du hast das Kabel hier drüber, Major. Das kann sich ausziehen. Mafuyo X stinkt. Das stimmt sogar. Oh. Ja, aber okay. Das Shirt ist aber auch, jetzt, es ist auch ultra heiß. Also wir können leider nicht die T-Shirts ausziehen. Guck mal hier, und das, weil das Kabel davor gerade hängt. Hier, so viel Zeit haben wir ja noch. Komm, okay. Zack, der nächste. Hier. Major, komm. Und dann schreiben wir mal Mafuyo. Der nächste, komm, ran. Okay. Oh, der das Major. Okay, so, der ich hab mal Mikro. Ja, egal, das können wir ausziehen. Ihr wollt echt die schwitzigen Shirts haben? Machen wir gleich. Ja. Genau. Hier, mal mit der Ruhe. Okay. Wir sind ja live, alles spontan, alles lustig, also easy, cool. So, dann, ja, warte, sich aus. Warte, lass noch an, lass noch an, lass noch an. Lass noch an. Anlass, oh, scheiße. Ich wir werfen hier dann eins nach dem anderen raus, aber wir unterschreiben die erst alle, weil das geht schlechter, wenn du die ausziehst. Ich zieh dich jetzt an. So, der Mafuyo unterschreibt sein eigenes nicht, weil der steht ja eh drauf. Oder willst du das noch unterschreiben? Willst du dich selber? Kannst du dich selber unterschreiben? Mal gucken, wie das aussieht. Oh, auf den Nippel natürlich, das ist seine Spezialität. So, wer will das T-Shirt vom Dennis haben? Ja, komm, ausziehen, 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 ausziehen. Aber wir wollen die anderen auch noch unterschreiben. Wir wollen die anderen auch noch unterschreiben, oder? Sollen wir die anderen nicht auch noch unterschreiben? Ja, wir müssen das zusammen machen, alle. Ja, dann lass die anderen auch noch unterschreiben erstmal. Komm, dann machen wir das nachher. Komm. Ey, wir machen das alle zusammen. Komm, ich mach die auch noch schnell hier. Richtig, super, danke dir. Das mag der Bronze, mal mich an. Mal mich an. Easy. Wollte ich schon immer mal anfassen, warte. Ja, ja, Mikro aufpassen, teuer. Ich habe mal so eins nass gemacht bei Last Man Standing 2. Das war, da habe ich Ärger bekommen. Also ein bisschen aufpassen. Hier, bitteschön. Die kosten nämlich 2,98 Euro bei Kick. Frage, kommt mein T-Shirt raus? Richtige Unkosten gestürzt. Kick! Wir können uns einfach alle im Kreis stellen. Gleich abmachen, das Headset. Okay? So, wir haben ja fast alle, ne? Dann geht's los, der Bronze, der strippt. Ne? Geil, du brauchst noch einen, komm mal hier. Walle! Kommst du mal ganz kurz noch rüber, während die Jungs hier sein? Wir haben hier den größten. Oh Gott, du bist ganz schüchtern. Wie ist denn dein Name? Marlon. Hey, Marlon. Alter. Und du bist der größte Saratza-Fan, habe ich gehört. Alles gut, komm mal ein bisschen vor hier. Mein Applaus für den Marlon. Hier. Applaus für Marlon. Yeah. Marlon! Okay, ich muss auch immer unterschreiben. Alles gut, Marlon? Ja. Hast du Spaß hier auf der Gamescom? Aber tierisch warm. Oh, da quietscht es. Komm her, das waren wir beide, aber ist nicht schlimm, hey. Dann ganz viel Spaß auf der Gamescom. Ganz vielen Dank an die Mama. He? Ja, klar. Haben wir überall. So, mach nochmal einen riesigen Applaus für Marlon. Yeah. Marlon. Walle, okay. Ich mache auch gerade mal ein Foto. Seid ihr so weit, euch auszuziehen? Ja, warte mal, ich würde gerne... Hast du auch? Ich würde gerne mal ein Foto von euch. Hast du schon? Komm einmal raus, zieh. Ich mache mal ein Foto. Hast du? Ausziehen, ausziehen, ausziehen! Yeah, sehr das funktioniert nicht, ihr müsst lauter sein. Seid ihr bereit, Freunde. Mach mal alle die Arme. Das ist der Deckel vom Leno. Der Leno hatte, glaube ich, den Edding noch. Aber ist egal, komm, ist nur ein Edding. Jetzt geht's los. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Okay, los, ja, da muss ja noch ein T-Shirt weg, oder? So. Sehe ich das falsch? Das hat so gehabt. Naja, komm, also kriegen wir das vielleicht? Einer zumindest? Dann ziehe ich mich auch aus. Okay. Ja? Ja. Okay. Curry! Warte! Oh, echt? Warte! Ja, okay. Das gute Minion-Shirt, wenn es hier losgeht. So gib mal kurz. Man hört mich nicht mehr auf dem Mikro, aber ich habe ja die Challenge jetzt gemacht und der Curry, der muss ja eigentlich einen Tanktop anziehen, deswegen bin ich dafür, dass der sein Shirt aussieht, oder? Curry, was sagst du? Jawoll! Der arme Curry, der ist noch ganz aufgeregt. Ich zieh mein Tank aus, Alter. Wir haben ja auch gleich noch weitere Halle. Wir haben ja auch gleich noch weitere Gamer, die dann auch so weit sind. Also jetzt wird sich erstmal kurz ausgezogen hier. Ja. Und dann mal mit dem nächsten weiter und danach gibt es dann kurze Action. Mach mal die Wackelpudding-Action. Mach mal. Freut ihr euch auf die Wackelpudding-Action hier. Das wird der Hammer. Hey, Mann, Applaus hier. Ihr werdet gleich ein super Zeitlupe, wird dem Dennis so die Wackelpudding ins Gesicht geballert. So, seid ihr bereit? Okay. Komm mal hier. Wer will das T-Shirt vom Dennis haben? Ja, wer will das T-Shirt vom Dennis haben? Und und Nummer eins, ich kann einen kleinen Trick verraten. Wenn ihr die so zusammenbindet, könnt ihr die viel weiter werfen. Oh. Weil die ganzen Leute, die da hinten stehen. Einfach in Wackelpudding reinbringen. Ihr könnt euch ja natürlich selber aussuchen, wem ihr das gebt. Welche Seite ist denn lauter? Wo ist denn am lautesten hier? Ich weiß nicht. Mach mal nur die linke Seite, Wie laut seid ihr denn? Und was kann die rechte Seite? Oh, schwer. Lauter! Da sucht ihr einen aus. Ja!
Yeah! Yeah. Super! Curry! Los. Curry! Curry! Man weiß, die wissen ja die wenigsten, aber der Curry hat auch im Stripclub gearbeitet hier in Köln lange Jahre, ja? Und wenn ihr den bestellen wollt, der springt auch zum Geburtstag aus eurer Torte. Wer möchte denn? Bitte was? Jack Curry. Wer möchte? Okay, pass auf, pass auf. Warte. Was denn? Pass auf, wir machen das richtig. Lauter! Okay, jetzt aber das T-Shirt, ja? Okay, wuff! So, T-Shirt. Okay, pass auf. Okay, hallo! Hallo! T-Shirt! Okay, Runze! Runze! T-Shirt-Alarm! T-Shirt-Alarm! Jubel! Gibt's noch die Hose dazu? Was weiß das Männer-T-Shirt? Warte, stehe ich überhaupt nicht drauf. Lass die doch mal alle schreien, Jo, Alter. Und wer am lautesten schreit, kriegt das. Guck mal, vielleicht. Ah, ja, okay. Gib dir mal ein Jo, Alter! Guck mal, da drüben die Seite. Ich hab's nicht so ganz verstanden. Okay, warte. Okay, Jungs, hier, Freunde! Oh! Der war gut, der war Piraten. Okay, der war richtig gut. Guck mal hier, da drüben die Seite, der hat noch gar nichts vollbekommen. Ist immer nur die Mitte. Keine Mädchen. Vielleicht werden wir dem mal was. Wir müssen mal nach links. Damit hier keiner leer aussieht. Und jo, das war der Major. Ein Applaus für den Major, bitte. Danke, Major. Sehr gut. Danke, Major. Danke. Okay. Hashtag so, danke, Major. Aber so. Ja. So, vielleicht als kleinen Trostpreis, ja, gibt's hier noch ein Angry Bird Shirt. Will das noch mehr? Angry Bird Shirt. Was ist mit der Seite da hinten? Was ist mit euch los hier? Guck mal, so jetzt mal rüber. Wenn das so zusammenbindest, kannst du es ganz weit werfen, weißt du? Ich glaube, das will gar keiner, das Shirt. Ich glaube, niemand. Da sind doch noch ein paar hier. Ja. Ja, gut aus. Wackelpudding. Nein. Oh. Wackelpudding. Guck mal hier, Freunde, wer will das haben? Gutes altes Angry Birds T-Shirt. Und ich werfe mal ganz weit rüber. Zack. Uiuiuiui, das ist weit geflogen. Okay, viel Spaß damit. Wir können ja einen Wettbewerb machen. Wer schafft es weiter zu werfen? Okay. Weiter auf drei oder was? Auf drei? Okay, wir machen auf drei, ja? In Halle 1, okay. Bitte. Wir machen auf drei, pass auf. In Halle 1. Okay, Dennis, der drei, Handy auf drei. Lauter. Okay. Wer will so ein T-Shirt haben? Eins. T-Shirt. Let's go. Sehr was schön. Denn? Ich habe weiter geschafft. Toll. Jetzt hau den Rest auch noch raus. Komm, wir haben hier so viele Fans stehen. Ey, wir haben so viele T-Shirts. Auch mal die Richtung hier drüben. Es ist so warm, da kann man Ersatz-T-Shirt gebrauchen. Dann haben wir hier noch ein paar und da vorne, hier vorne auch. Weg damit. Und ja, noch. Hallo. Was ist das denn hier? Guten Tag. Und hier ist ja wie warme Semmel hier, du. Und da vorne. Und nochmal. Zack hier. Du hast aber einen richtig Spendabel, Alter. Bald, bitte, was? Ne? Okay. So, paar wir noch hier. Der Tank ist leer. Hier, und noch ein T-Shirt. Oh, das ist es. Was ist das denn da mit der Macht? Ach, wir haben sogar noch ein Tier. Boah, wie viele Shirts hier. Noch ein T-Shirt, jetzt in schwarz. Okay. Wer macht denn schwarz? Ja, warte mal, das ist ein YouTube-Gaming-Shirt. Das sind keine Angry Birds, das sind YouTube-Gamings. Oh, YouTube-Gaming-Shirt. Sag doch, ihr fragt doch mal vorher, wer welche haben will. Ja, warte. Wer will denn so ein YouTube-Gaming-Shirt haben, hä? Cool. Oh. Okay, wir haben es. Die sind gleich für den Wackelpudding. Okay, du hast noch eins, ne? Ja. Eins hast du noch. Okay, Bronzi, du bist jetzt der Letzte. Du musst die jetzt richtig weit schmeißen. Okay, last but not least, das letzte T-Shirt von YouTube Gaming. Wer hat Bock drauf? Ist mir noch nicht laut genug. Ich kann ihn nicht hören. Oh. Wer will denn hier so ein T-Shirt haben hier? YouTube Gaming T-Shirt, die gibt's kaum. Die gibt's auch nicht zu kaufen. Wer will ein Sarazar? Wer will ein Sarazar? Eins, zwei, drei. Wir spielen jetzt gleich noch eine Runde FIFA auch auf der Bühne. Aber erstmal, Wallen, gib das letzte T-Shirt noch raus. Jo. Und dann. Okay, danach gibt's die Wackelpudding-Aktion. Ich baller's mal ganz nah da hinten. Nein, ne. Und. Jawohl. Und gut getroffen, oder? Sehr gut. Wir machen das jetzt so, glaube ich, dass zwei von den Jungs hier bleiben. Komm auf die Bühne, dürfen. Man sieht ja gar nicht, wer da redet. Nein, das ist eure Bühne, Freunde. Nein, du darfst immer hier. Komm mal meine Hand. Einmal einen Applaus an Daniel. Für das geile Shirt. Und für Daniel, der hier wirklich schon seit drei Tagen steht und jeden Tag den Livestream oder geht sein Best gibt. Sogar, ihr schwitzt die ganze Zeit und natürlich genau wie wir alle hier, aber hey, du bist hier die ganze Zeit hart am Arbeiten. Vielen Dank dafür, mein Lieber. Ey, vielen Dank an die Community, die hier steht jeden Tag und so schön. Ja, das ist echt der Hammer.
Vielen Dank, ihr Handleber. 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 So, also zwei von euch bleiben da, ich weiß nicht wer. Jetzt kommen wir noch ein paar neue Spieler hier runter und dann zocken wir noch eine Runde und danach gibt's schöne Wackelpudding. Ja komm, Dennis, bleib doch mal hier. Okay. Oh nein. Alle, die jetzt gehen, bekommen einen fetten Applaus von euch. Und Jungs, ganz erstmal einen Applaus für den Major, für den Lennon und den Bronze. Danke, dass ihr da wart, liebe Jungs. Wir sehen uns nachher. Das ist dein Ernst, das ist mein Nico. Und der Dennis, die bleiben hier. Die kennen ja, die alten Haudegen. Der Dennis, wo hast du eigentlich deine Haftbomben gelassen, Alter? Ich habe tatsächlich oben eine. Echt, hast du dabei? Ja. Oh, sag das nicht zu laut, wenn die NSA das... Warte. Ah, komm, Alter. Ich habe leider keine, tut mir leid. Nee, was heißt leider? Ich hab aber oben tatsächlich einen von irgendeinem Community-Mitglied eine bekommen. Vielen Dank dafür. Ja, stimmt, du hast eine Haftbombe bekommen. Ja. So richtig schön. Also eine Fake-Haftbombe, natürlich keine echte, sowas haben wir natürlich nicht. Doch, die ist echt. Ja, die ist echt, oh Gott. Ja. Aber da musst du aufpassen, ne? Da will ich damit nicht auch noch fahren. So, dann ist das Bock, oder was? So, jetzt wird noch mal eine Runde FIFA gespielt, eine kleine. Scheiße. Der Curry gegen den Dennis. Wir müssen erstmal die quasi. Ich hol mal die Jungs. Ich hol mal die Jungs. Ja, genau. Hol mal die Jungs. Warte mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob die Jungs mitspielen, nicht offiziell, sogar gegen euch. Freunde der Sonne, habt ihr schon Lust? Okay, warte. Aber stopp mal. Jetzt wird rasiert. Jetzt wird rasiert. Freunde der Sonne, macht mal Lärm hier. Wir gehen nach unten. Und yeah. Yo. Das sind schon die nächsten Kandidaten. Moin, alles gut, Jungs. Alles klar? Der Stefan ist hier im Schatten. Und wie spricht man das aus? Ernie? Mal ganz großen Applaus für Stefan und Ernie. Jungs, die haben mitspielt. Ja, ihr spielt, würde ich sagen, dann gegen den Dennis und den Currywurst, oder? Ja, machen wir. Ach du Scheiße. Kriegen wir hin, Dennis. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch. Ist das okay für euch, wenn ihr Barcelona spielt? Habt ihr irgendwelche Wünsche an Mannschaft? Oder wollt ihr nochmal Teams wechseln? Ja, geht, oder? Machen wir einfach Barca. Okay. Lionel Messi ist ganz ordentlich. Ihr zwei, habt ihr was drauf? Nee. Die haben nichts drauf. Die haben nichts drauf. Ey, wir haben nichts drauf. Ich bin der schlechteste FIFA. Seid gnädig mit uns, bitte. Das sagt er immer wieder. Das ist aber nur Strategie. Okay, los geht's. Wir sind weiß, Dennis. Der Ernie und der Stefan im Trikot von Barcelona und der Dennis und der Curry im Trikot von Real Madrid. Das bedeutet, die sind die Weißen und Barcelona natürlich hier so rot-blau. Ja, ganz obligatorisches Trikot. Und da geht's auch schon los für Real Madrid, erstaunlicherweise. Schöner. Warte mal kurz, der Controller ist, glaube ich, falsch eingestellt. Die Flagge geht ein bisschen zu weit. Können wir noch Anstellung hier kurz ändern? Ja, genau. Wir müssen mal eben kurz hier ein bisschen switchen. Ja, ändern wir kurz. Einfach Controller, genau. Ich habe noch mehr so ein T-Shirt zwischendurch, während die Jungs zocken. Ich stelle noch gerade die Steuerung ein bisschen ein. Warte mal, ich bin das mal zusammen. Ich ändere auch kurz. Ja, wir machen einfach alle einmal durch, dann passt es. Da müssen die Profis erstmal die Steuerung noch anpassen. Ja, natürlich. Dann gucke ich mal kurz, warte, pass auf. Habt ihr da einen Tipp vielleicht für so Leute? Mit was für einem Steuern spielt ihr am meisten? Früher haben wir die übernommen, weil das hat sich ein bisschen was geändert. So. Und damit wir keine Umstellung hatten, haben wir das einfach geändert. Seit wann spielt ihr FIFA? Boah, seit 2000 oder so. Also schon ein paar Jährchen mittlerweile. Ja, auf jeden Fall, Erfahrung ist da. Ich habe FIFA 96 angefangen, ich weiß noch. War ich noch ein ganz kleiner Stöpsel. Ich weiß, dass du immer so schön schreien kannst. Ja. Mach mal, komm, einmal. Das kommt auch noch. Brille! Okay. Ja, auf jeden Fall, da bin ich mal gespannt, wie ihr hier so abschneidet. Ja, und was geht's denn hier? Gibt's jetzt hier eine Bestrafung oder was, wenn man verliert? Ja, aber ihr könnt auch gerne bei der Wackelpudding-Aktion mitmachen. Ja, auf jeden Fall, muss ja ein bisschen was dabei sein. Ihr kriegt ja auch Wackelpudding. Wackelpudding ins Gesicht. Ja, durch, Junge. Nee, alles weg damit. Also der Verlierer kriegt Wackelpudding ins Gesicht. Genau, wir haben ja so geile Wackelpudding-Dinger. Geh. Ich habe eine super Zeitlupenkamera. Nein! Oh. Wir müssen noch gucken, wie wir das machen, nur dass wir die Person noch treffen, weil wenn nachher treffen wir hier Zuschauer, das wäre nicht so geil. Aber ich mache die mal ein bisschen weicher. Oh, die ist schon voll flüssig. Dennis. Ich glaube, die muss noch mal in den Kühlschrank. Dennis, spielen, Mann. Komm, wird ganz schön eklig. Geh. Sauber. Nein! Von der Hitze. Warte. Flaschkick. Ich bring mal gerade nach oben in den Kühlschrank. Schade. Nicht, dass die nachher nicht mehr verwendbar sind hier. Oh ja. Kannst du mal einen Kühlschrank stellen für mich? Okay, komm, den Kühlschrank stellen, weil die lösen sich schon auf, weil es hier so heiß drin ist, sind die nicht mehr wackelig. Nochmal.